Also, herzlich einen schönen Nachmittag. Darf Sie herzlich bei uns hier im Medienzentrum Steiermark begrüßen. Und zwar zur bereits 10. steirischen Medienanalyse. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und wirklich mal vorab schon herzliches Dankeschön, dass du immer wieder die Zeit nimmst, vor allem nur ein paar Tage und gewisse Daten, hast du gesagt, erst heute bekommen, total aktuell für uns aufzubereiten und vor allem wirklich für die steirische Medienlandschaft auch aufzubereiten. Am Anfang kommt aber immer traditionell sozusagen, was es in Österreich gibt, weltweite Trends auch noch mitgeliefert, ein bisschen im Verhältnis zum Österreich und dann sozusagen, wie schaut es in der Steiermark direkt aus mit den steirischen Medien. Sag mal herzlich danke. Ich lasse noch kurz die Tür offen, weil eigentlich ein paar Kolleginnen und Kollegen sozusagen noch kommen sollten. Zumindest haben sie sich abgemeldet und wünsche einen schönen, informativen Abend mit dem Medienexperten Peter Gleitner. Dankeschön. Naja, falls Sie sich fragen, was dieser Titel soll, ich hätte jetzt natürlich auch hinschreiben können, die Insel der Seligen. Das wirkt zwar wie das Gegenteil, würde aber mehr Bezug auf die Steiermark nehmen. Denn gegenüber dem, was sich weltweit, aber auch national innerhalb des vergangenen Jahres, und ich rechne jetzt einfach von dem 9. bis zu meinem 10. Auftritt hier, abgespielt hat, da wirkt die steirische Medienszene geradezu ein Verlierer in der Brandung. Hier sind die Verhältnisse ziemlich geklärt, wirklich ziemlich geklärt. Es verschiebt sich relativ weniges. Aber wir haben wieder, ich weiß nicht warum das so ist, durch Zufall wahrscheinlich einen der ereignisreichsten Medientage des Jahres erwischt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, vergangenes Jahr war ich hier am 3. Mai, das ist bekanntlich der Welttag der Pressefreiheit. Und den hat sich Dietrich Mateschitz damals ausgesucht gehabt, um bekannt zu geben, er wolle Servus TV zusperren. Was er dann doch nicht getan hat. Aber wenn wir uns jetzt nur kurz vor Augen führen, was wir in Österreich innerhalb dieses Jahres an einschneidenden Ereignissen in der Medienlandschaft getan hat, dann wird es, glaube ich, deutlich, dass diese Jahre 2016, 2017 in einer längeren Medienchronik doch ziemlich herausragend dastehen werden. Denn es war nicht nur die Androhung des Zusperrens und dann wieder der Rücktritt von der Androhung. Das war kurze Zeit später die doch sehr überraschende Änderung bei der Verlagsgruppe News, dem weitaus größten Magazinverlag Österreichs, wo Horst Pirker, in der Steiermark glaube ich nicht ganz unbekannt, als ehemaliger Vorstandsdirektor bzw. CEO, wie man heute sagt, der Styria Media Group, letztlich jene 56% übernommen hat, die immerhin 13 Jahre lang Europas größter Magazinverlag gehalten hat, Gruner und Jahr. 56% der größten Magazingruppe Österreichs mit einem ungefähren Umsatz von 100 Millionen Euro im Jahr. Das ist kein kleines Ding für ein Management-Buyout, wie das so schön heißt. Das war nur wenige Wochen danach. Wiederum ein paar Wochen danach haben wir ein neues ORF-Direktorium bekommen. Zuerst den Generaldirektor, im Herbst dann Landesdirektoren und Fachbereichsdirektoren. Das ist das, was in der Medienberichterstattung selbst wahrscheinlich den größten Niederschlag gefunden hat, ob zu Recht oder nicht. Das hat wahrscheinlich am ehesten etwas damit zu tun, dass eben der ORF insgesamt dann doch noch jenes Medienhaus ist, auf das die Politik nicht nur den größten Einfluss zu haben scheint, sondern natürlich auch hat, was wir gerade in diesen Wochen wieder bemerken werden. Und ich versuche das einfach wertfrei zu sagen, das ergibt sich ganz einfach dadurch, dass vom Aufsichtsgremium bis zur Bestellung eben eines Vorstandes, in dem Fall des Direktoriums, die Stellen doch politisch besetzt sind. Was hat sich dazwischen noch getan? Wir haben einen neuen Fernsehsender bekommen, OE24.tv im Herbst, der auch nicht nur via Internet agiert, sondern auch als lineares Fernsehen weiter erhältlich ist. Wir haben eine von den ohnehin wenigen Tageszeitungen in Österreich verloren, das Wirtschaftsblatt. Das hat auch wieder einen hier beheimaten Konzern betroffen. Eben die Styria Media Group hat sich entschlossen, das Wirtschaftsblatt doch zuzusperren. Das ist für Österreich nicht wenig. Wir haben jetzt mittlerweile nur noch 14 Zeitungen, 14 Tageszeitungen, nur noch 12 Kauftageszeitungen. Nur zum Vergleich, in Schweden um die 170 Titel.
in der Schweiz, auch wenn das teilweise anders gerechnet Kopf wird, da sind immer noch an die 100 Titel. Das sind Staaten, die in der Größenordnung uns durchaus vergleichbar sind, aber mit einer wesentlich größeren Vielfalt, zumindest auf dem Printmedienmarkt. Und warum ist der heutige Tag so bemerkenswert? Naja, als ich die Daten für Sie zusammengestellt habe, bin ich ein bisschen rausgekommen, weil ich nicht damit gerechnet habe, genau den Tag der österreichischen Webanalyse zu erwischen. Heute ist nämlich die österreichische Webanalyse Plus veröffentlicht worden, mit für mich dann doch zum Teil sehr überraschenden Daten. Wir werden die noch sehen. Ich habe sie versucht mitzunehmen, versucht ein bisschen zu analysieren. Und vor wenigen Minuten hat Herr Kläuber in München bekannt gegeben, dass das Closing, wie das so schön heißt, wenn Kaufverhandlungen abgeschlossen sind, beendet wurde. ATV ist mittlerweile Eigentum der ProSieben Sat.1 Medien AG. Das heißt, die ProSieben Sat.1 Puls 4 Austria Gruppe hat für morgen 10 Uhr eine entsprechende Pressekonferenz angekündigt. Das heißt, es sind sehr, sehr aufregende Zeiten. Vielleicht sollten wir zwischendurch noch erwähnen, was sich noch getan hat seit dem 3.5.2016. Wir haben einen neuen Bundeskanzler bekommen, wir haben einen neuen Bundespräsidenten bekommen, wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten bekommen, wir haben auch einen neuen Medienminister in Österreich bekommen. Also all das sind natürlich Einflüsse, die weit über die Zahlenaneinanderreihung einer österreichischen Mediaanalyse, Webanalyse, Auflagenkontrolle, Teletest, Radiotest weit darüber hinausgehen. Und ich glaube, wir müssen das Ganze immer noch mehr in diesem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang betrachten. Was bedeutet der Titel? Natürlich ist er Referenz in erster Linie von den Steirern, wo ich zu Gast sein darf. Ältere Semester wie ich, bei mir erkennt man das mittlerweile an diesem weiß-grau gescheckten Ding da, das ich um das Kinn trage, können sich noch erinnern, von wem dieser Titel einfach nur geklaut ist. Das war die erste allgemeine Verunsicherung. Warum habe ich das hingeschrieben? Naja, eines der beherrschenden Medienthemen, und es wurde immer Medienthema gesagt, des letzten Jahres und auch jetzt, ist sicher noch enorme Negativität. Das Böse ist im Netz, das Böse kommt über sogenannte Social Media Plattformen. Was tun wir dagegen? Ob jetzt Fake News genannt oder sonst irgendetwas. Das heißt, das Böse ist immer und überall. Aber das immer und überall sollte vor allem meine größte Überraschung ausdrücken. Die österreichische Webanalyse, nicht jene, die heute erschienen ist, sondern die Daten für den Monat Februar veröffentlicht hat, schreibt durchaus selbst überrascht dazu, dass sich die Nutzung des Internets über Smartphones und über Handys innerhalb von einem Jahr von etwas mehr als 50% auf weit über 60% entwickelt hat, das heißt von der Hälfte zu nahezu zwei Dritteln der Österreicher über 14 Jahre, die mittlerweile Internet täglich am Handy nutzen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu alt bin, um das wirklich sensationell zu finden. Ich finde es sensationell, welche unheimliche Dynamik da immer noch drin ist. Steigerungen von mehr als 10 Prozentpunkten innerhalb von einem Jahr hätte ich in dem Bereich nicht mehr für möglich gehalten. Müssen wir uns nur vorstellen, was das für Medienmacher bedeutet, die Angebote nicht originär ursprünglich für diese Anwendung gemacht haben. Wenn jemand von einer Zeitung kommt, wenn jemand vom klassischen linearen Fernsehen kommt, dann stellt ihm das vor riesige Herausforderungen, weil er sich immer die Frage stellen muss, na, wie kann ich das, mit dem ich bisher Erfolg habe, dorthin übersetzen, beziehungsweise ist Übersetzen vielleicht gar nicht die richtige Antwort, sondern komplementär ergänzen. Wir bemerken das über den, auch etwas, was im letzten Medienjahr passiert ist, Abschluss des großen Relaunches der kleinen Zeitung, der sich doch über mehrere Jahre hingezogen hat und der eben bei diesem Handy-Smartphone begonnen hat, durchaus auch kritisiert wegen einiger Pannen, die dann immer passieren, über das Tablet weitergegangen ist, dann erst auf die Webseite und als letztes die Zeitung betroffen hat, die wir ja erst seit Oktober, November in der neuen Form sehen. Und ich denke, Sie waren durchaus auch überrascht, wie komplementär das angelegt worden ist. Es ist für eine österreichische Regionalzeitung nicht selbstverständlich, über mehrere Seiten große Interviews oder Texte mit 6.000, 7.000, 8.000 Zeichen nach wie vor zu veröffentlichen. Das heißt, hier wird ganz, ganz stark eigentlich auf eine Magazinentwicklung im Printbereich gesetzt, weil die schnelle Information ohnehin längst über Handy, Smartphone, Tablet, vielleicht auch noch über Laptop oder sogar Desktops bezogen wird. Das war für mich wirklich die einschneidendste Überraschung
die letztlich dann auch durch die Media-Analyse bestätigt worden ist, dass dort 2/3 der Österreicher über 14, das sind immerhin schon fast 5 Millionen Menschen in Österreich, die innerhalb der letzten 4 Wochen zumindest das Handy für Internetkonsum genutzt haben. Warum betone ich das so ausdrücklich? Naja, was wir im letzten Jahr auch bemerkt haben, ist eine ganz, ganz überraschte Gesellschaft, vielleicht waren es auch die Medien nur oder nur die Politik, welche Gräben sich in Österreich auftun. Das muss man jetzt nicht unbedingt für wahr halten, aber dass es so einen Unterschied gäbe zwischen der urbanen Bevölkerung und jenen, die in den Landbezirken leben. Dass es einen solchen Unterschied gäbe zwischen Frauen und Männern, was sie leben, ist zwar seit vielen Wahlen schon der Fall, dass es so einen Unterschied gäbe zwischen den Jungen und den Alten. Ja, natürlich gibt es den. Natürlich gibt es den, hat es mir gegeben. Das Besondere daran ist, dass die Generation 60+, nicht immer 50+, eigentlich als die homogenste und auch machtvollste in Österreich immer noch gilt. Die stellt ungefähr 1/3 der Wählerschaft. Dann kann man sich vorstellen, wie sehr Parteien in Richtung dieser Zielgruppe agieren. Das ist das Gegenteil davon. Zumindest laut unseren Klischees. Diese Vorrede hat den Sinn, diese Klischees ein bisschen aufzuwärmen. Das heißt, ich werde etwas anders anfangen. Ich muss ja Ingeborg Facher nicht nur durch meine Gesichtspracht überraschen, sondern vielleicht auch durch leichte inhaltliche Umstellungen. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt noch einmal aufgeschlüsselt. Media-Analyse. Das heißt, 85% der Österreicher nutzen Internet mittlerweile schon. Für die Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, würde man die Jüngeren mit hineinnehmen, wäre wahrscheinlich der Prozentsatz noch deutlich höher. Täglich sind es 3/4 der Bevölkerung jetzt exakt. 3/4 der über 15-Jährigen nutzen es täglich. Ich würde sagen, diese Zahlen sind verlässlicher als alle anderen, die Sie kennen, weil die beruhen immerhin auf über 15.000 Interviews über ein Jahr geführt. Bestätigen vieles, aber sind deutlich exakter. Um die 80% über PC, Laptop, Notebook, das wird uns noch nicht so überraschen, aber eben mehr als 60%, 2/3 der Österreicher schon, die es am Handy nutzen, die es am Smartphone nutzen. Dann eben Tablet und dann erst das internetfähige TV-Gerät. Das sind mal die technischen Voraussetzungen. Gibt es da Vergleich zu seinen aktiven Vorjahren? Gibt es, habe ich Ihnen jetzt auch nicht herausgesucht. Ich würde nur interessieren, ob das Tablet zunimmt oder stagniert oder abnimmt. Müsste ich Ihnen jetzt noch nach, habe jetzt die anderen. Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse dann melde ich Sie Ihnen zu. Gefühlsmäßig würde ich sagen, stagniert. Kurze Frage, ist das die Anzahl der Zugriffe oder die Verweigerung? Einfach Nutzung. Okay. Einfach Nutzung. Müssen Sie sich das ähnlich vorstellen, das ist letztlich eine Marktforschung, die über Fragen gestellt wird. Also ursprünglich nur persönliche Interviews, mittlerweile unterstützt durch Internetbefragung, aber es geht nur prinzipiell gestern genutzt, ja oder nein, nicht mehr. So kommen aber auch die Werte zum Beispiel für Fernsehen zustande. Wenn Sie eine Minute in einem Programm waren, gilt das als Tagesreichweite. Also, es ist etwas schwammig. Dann sollten wir uns vielleicht grundsätzlich die anderen Zahlen noch dagegen halten. Das Schlimme vorweg, wir haben nach wie vor keine Multimedia-Studie. Das heißt, wir hatten mal kurz die Hoffnung, dass der Media-Server so etwas wie die Nachfolgerin oder der Nachfolger der Media-Analyse werden könne, dass wir endlich wirkliche Vergleichszahlen bekommen zwischen Printmedien, Fernsehen, Radio, Internet. Die Hoffnung wurde auch zerstört, und zwar erst in diesem Jahr, indem die österreichische Webanalyse, der vielleicht zukunftsträchtigste und wichtigste Teil eines solchen Media-Servers, gesagt hat, er steigt aus. Offiziell lauten die Gründe zu teuer. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Hauptgründe sind. Es geht um in der Werbung des Media-Servers eigentlich seit vielen Jahren darum, wie wird was bewertet. Und da haben Radiomacher andere Interessen als Fernsehmacher, andere Interessen als Webmacher, wenn man das so nennen will, wieder andere Interessen als die Leute von den Printmedien. Deswegen sind das jetzt auch 3 verschiedene Studien, aus denen wir die Gesamtnutzung haben, einfach als ungefähre Richtschnur, wo liegen wir denn? Ja, wir liegen immer noch so, dass 2/3 der Österreicher täglich eine Zeitung lesen. Da kann man sagen, naja, die Media-Analyse wird natürlich vor allem von den Verlagen initiiert, von den Verlagen und von den Werbeagenturen. Naja, stimmt schon. Nur wir haben ziemlich
verlässliche internationale Daten, dass das wirklich so ist. Das Reuters-Institut an der Universität von Oxford hat 2016 in einer ausgiebigen Studie in 18 weltweit verstreuten Staaten herausgefunden, dass nirgendwo die Print-Affinität, die Affinität zu einem Papiermedium so stark ausgeprägt ist wie in Österreich. Und zwar deutlich unterschiedlich, deutlich stärker auch als zu den deutschsprachigen Nachbarstaaten. Das heißt also ganz, ganz andere Werte als für Deutschland, ganz, ganz andere Werte als für die Schweiz. In dem Fall aus Sicht der Printmedienmacher bessere Werte. Und wir haben, ähnlich wie Deutschland, endlich auch Ermittlungen, wie lange beschäftigen wir uns denn mit einem Medium. Diese Daten stammen allerdings jetzt schon eben aus dem Media Server, also Erhebungszeitraum 2014, 2015. Wir kommen zu relativ ähnlichen Ergebnissen, wie in Deutschland die große von der ARD und ZDF alle 5 Jahre durchgeführte Studie, die immer in etwa einen Gesamtmedienkonsum von 9 bis 10 Stunden pro Tag herausfindet. Und auch die Einzelwerte sind vergleichbar. Das heißt, deutlich über 3 Stunden pro Tag durchschnittlich Radio, um die 3 Stunden Fernsehen, um die 3 Stunden Internet und um die 50 Minuten Printmedien. Das sind jetzt nicht nur Tageszeitungen, sondern Printmedien. Also auch im Schnitt dann genommen, was lese ich an einem Tag auf Papier noch. Ich glaube, das muss man als technische Grundlage voraussetzen, um so wirklich in Frage zu kommen, die über die Media-Analyse-Daten hinausgeht. Wir sind seit einigen Jahren, aber ich glaube, eskaliert ist es 2016, insbesondere durch die amerikanische Präsidentschaftswahl, in einem ganz, ganz intensiven Wettbewerb um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das geht wahrscheinlich eh für Medien insgesamt, herkömmliche Medien insgesamt, um die Wiedergewinnung von Vertrauen. Sie hatten es ja schon in noch höherem Maße, als wir es heute haben. Und es geht aber auch für öffentliche Institutionen, für politische Institutionen, um das Wiedergewinnen von Vertrauen. Die Daten dafür sind insbesondere für Österreich nicht annähernd so besorgniserregend, wie wir vielleicht meinen, wenn wir nur österreichische Medien konsumieren, wenn wir nur Österreich betrachten. Da sollte uns der internationale Vergleich dann doch ein wenig optimistischer machen. Uns geht es vergleichsweise gut. Auch aus diesem Grund hätte man sagen können, die Insel der Seligen. Was Sie hier sehen, sind Daten aus einem Special Eurobarometer. Das heißt, die Europäische Kommission hat zusätzlich zu den Studien, die sie alle halbe Jahr in Auftrag gibt, nämlich das Eurobarometer in allen 28 EU-Staaten, das Standard-Eurobarometer, als Reaktion auf die US-amerikanischen Entwicklungen, wo das Medienvertrauen auf den absoluten Tiefpunkt vergangenes Jahr gefallen ist, seit es gemessen wird, ermitteln das. Wie schaut denn das in Europa aus? Mit insgesamt nicht unbedingt erfreulichen Zahlen, aber vergleichsweise für Österreich dann doch ja, optimistisch stimmenden Zahlen, dass die Grundlage bei uns dann doch noch besser ist als in den meisten vergleichbaren Staaten. Was haben Sie hier? Sie haben oben das Radio, drunter die Zeitungen, dann das Fernsehen, dann die sozialen Medien. Gefragt wurde, halten Sie diese Medien für zuverlässig? Der dunkle Balken, der blaue Balken oben, den Sie sehen, ist der Durchschnitt der EU-28 Staaten. Nicht der Durchschnitt der 500 Millionen EU-Bürger, sondern der Durchschnitt der Staaten, da steht gleichberechtigt die Untersuchung in Österreich neben jener in Deutschland. Also ist der Staatenschnitt. Und das zeigt, die werden zum Beispiel im Schnitt der EU-Staaten 2/3 Radio für zuverlässig halten, sind das in Österreich nahezu 80%. Ebenso bei Zeitungen, während im Schnitt der EU-Staaten ist 55%, sind das in Österreich 2/3. Beim Fernsehen 55%, in Österreich nahezu 80%. Das gilt aber auch für soziale Medien. Vielleicht sind wir Österreicher grundsätzlich vertrauensseliger, das kann schon auch sein. 1/3 nicht einmal im Durchschnitt der EU-28, über 40% in Österreich. Das wäre noch gar nicht so überraschend. Ich habe Ihnen hier, Sie kriegen von Frau Faucher, wenn Sie wollen, glaube ich, die Unterlagen.
Das ist jetzt sehr, sehr schön bunt. Das sind einfach die Einzelergebnisse für die einzelnen Gattungen. Die können Sie sich dann in Ruhe anschauen im Vergleich der Staaten untereinander. Österreich liegt überall hier, auf Platz 5, 6, am weitesten zurück noch bei den Zeitungen. Ansonsten ganz vorne bei Social Media, auch bei Radio relativ weit vorne. Die interessanteste Entdeckung, die dieses Eurobarometer für Österreich geliefert hat, war aber natürlich jenes, wo wir in Front liegen. Wir mögen es ja, wenn wir mal Erster sind. Wir sind laut diesem Special Eurobarometer, Ermittlungszeitraum war September 2016, der Staat, wo sich am meisten Menschen schon aktiv auf Social Media Plattformen bewegen. Das heißt, mehr als die Hälfte der Österreicher, 52%, nimmt aktiv teil. Das heißt, postet hin und wieder etwas, macht etwas drin, konsumiert das nicht nur. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland sind es 26%, die Hälfte. Die Balken bedeuten bloß manchmal öfters, also alles, was blau ist, ist ja, wird genutzt. Da hat es sich aber gelohnt, auf das Kleingedruckte zu achten. Das Kleingedruckte war nämlich so: Austria is the only member state where the majority of respondents take part in those debates by posting comments on articles on the internet or through online social networks or blogs. Das heißt nichts anderes, was hier mit abgebildet wird, sind die sogenannten Leserkommentare. Das heißt, das, was Sie im Forum des Standard finden, was Sie unter Artikeln in der Presse finden, was Sie unter Artikeln der Kleinen Zeitung finden, diese moderierten Postings, wesentlich mehr moderiert mittlerweile als früher, wesentlich strenger moderiert als früher. Dennoch ist das in Österreich viel ausgeprägter als in nahezu jedem anderen europäischen Staat, dieses Angebot. Den Lesern oder den Nutzern online überhaupt diese Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. Und das wird vom Eurobarometer nicht zu Unrecht als etwas ganz, ganz Ähnliches gesehen, wie die Möglichkeit, sich über Facebook, sich über Twitter zu artikulieren, in Diskussion zu treten, diese Rückkanalfähigkeit zu nutzen. Mittlerweile ist, um das Ganze dann zu relativieren, auch ein Standard-Eurobarometer erschienen. Das Standard-Eurobarometer fragt seit den 70er Jahren auch das Institutionenvertrauen ab. Institutionenvertrauen, also wie vertrauen Sie den Parlamenten, wie vertrauen Sie ja auch den Medien, gelten ja auch als Institutionen. Ich habe Ihnen das jetzt gereiht. Sie sehen links immer Österreich und rechts sehen Sie den Schnitt der EU28. Und der zeigt, welche eigentlich blendende Grundlage hierzulande Medien noch haben, um das Vertrauen zurückzugewinnen, um Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, aber auch ja, zahlreiche öffentliche Institutionen, ich nehme jetzt nicht die Überraschung, vielleicht ist es keine Überraschung vorweg, wer am letzten Platz liegt. Am meisten Vertrauen genießt bei uns immer noch das nationale Rechtssystem. So zu lesen, 73%, also fast 3/4 der Österreicher vertrauen dem Rechtssystem. Also puh. Ein Viertel vertraut nicht. Kannst natürlich auch so lesen. Aber europaweit gesehen ist das eine ausgezeichnete Zahl. In Europa, im Schnitt der EU28, jetzt können wir schon durchaus sagen, okay, jetzt mal ein Nord-Süd-Gefälle geben, ist das gerade noch etwas mehr als die Hälfte, die dem Rechtssystem vertraut. Mehr als 2/3 vertrauen der öffentlichen Verwaltung. Das würde dich besonders freuen, hoffe ich, oder? Ja. Da sind wir in Europa schon unter 50% mittlerweile. Da steht es in der EU 28 fast 50-50 zwischen Vertrauen und Misstrauen. Und jetzt kommen wir schon. Rundfunk ist in dem Fall nicht als Radio und Fernsehen, sondern nur als Radio zu übersetzen. Nahezu 60% in den EU 28 vertrauen dem Radio. In Österreich sind es nahezu 2/3. Die regionalen Behörden liegen ungefähr gleich auf mit dem Radio. Das Fernsehen kommt gleich dahinter. Also über 60% der Österreicher, die dem Fernsehen eher vertrauen.
Sie merken langsam, worauf ich hinaus will, warum diese lange Einleitung da ist. Sie merken, warum das ein Match ist, was sich derzeit im ORF abspielt. Nicht nur innerhalb des ORF, sondern auch zwischen ORF und der Politik, die ihn kontrolliert hat. Dann fällt es doch deutlich ab, Printmedien in Europa schon im negativen Saldo, da spüren sie natürlich ganz, ganz stark Märkte wie zum Beispiel Großbritannien. Ich weiß nicht, wie weit Sie jetzt gestern die diversen Berichte verfolgt haben, wieder über Lady Di und was weiß ich noch alles, anlässlich des Prinz Charles Besuches bei uns. Da merken Sie die Dominanz von Yellow Press, von Boulevardmedien in einigen Staaten natürlich ganz, ganz stark. Aber in Österreich immer noch ein positiver Saldo. Und vor allem vor dem Parlament, das im europäischen Vergleich erschreckende Zahlen hat. Das heißt, weniger als ein Drittel in den U28 vertraut noch dem nationalen Parlament. Internet. In den EU-Zahlen ist das Vertrauen ins Internet, ich weiß schon, das ist eine schwammige Frage, höher als das nationale Parlament. Da muss man dann einfach weiterdenken. Was bedeutet das denn? Und wie viel Erklärung liegt in solchen Zahlen für einige Entwicklungen, die wir jetzt miterleben? Von Fake News bis sonst was. Die Bundesregierung. Ja, schlechter Wert in Österreich. Gerade noch 30% in den EU28. Jetzt kommt noch nicht der letzte. Und da liegen noch die sozialen Netzwerke. Das heißt, das Vertrauen ist insgesamt noch nicht so groß und letztlich ist das die Währung. Ein Grundproblem ist bloß, das sind nicht die Letztgereihten. Die Letztgereihten sind die hier. Die Zahlen wurden erhoben im November 2016, veröffentlicht jetzt im Frühjahr 2017, ausgewertet. Das heißt, das Vertrauen in die politischen Parteien ist mittlerweile geringer ausgeprägt als in soziale Netzwerke. Mit der ganz, ganz spannenden Frage, vertrauen Sie ja, vertrauen Sie eher oder vertrauen Sie eher nicht, vertrauen Sie eher nicht. Jene Werte zusammengefasst. Das können Sie seit den 70er Jahren, können Sie diese Institutionen vertrauen, das hat es noch nicht gegeben, abfragen und seitdem sind insbesondere die Politikwerte in den Keller gerasselt und in den jüngsten Jahren die Medienwerte nicht in den Keller, aber doch deutlich nachgezogen. Und Sie sehen, dass insbesondere in Österreich die Grundlagen für nahezu alle Institutionen deutlich besser sind, hier nicht. Aber schauen Sie auch das im Europavergleich an. 16% noch. Dann nur als Grundüberlegung, ich weiß, das ist ein bisschen viel Exkurs davor, was bedeutet das denn? Wenn kein Vertrauen da ist, keine Glaubwürdigkeit da ist, welche Menschen gehen in ein Geschäft, das so an Ansehen verloren hat? Nehmen wir einfach in den Raum. Dies vorweg, bevor wir in den Medienmarkt Steiermark gehen. Abrupt. Haben Sie Fragen? Das habe ich heute gar nicht gesagt. Ich muss. Wie wichtig ist Vertrauen? Vertrauen ist die Währung schlechthin. Vertrauen ist alles. Ohne Vertrauen ist. Ist am eigentlich das Vertrauen in der Zeit der heute weg? Verlorenes Vertrauen? Ein schlechter Vertrauenswert ist ja nicht gezeigt für einen harten Wettbewerb. Na, warum? Warum? Wenn jemand einer Partei vertraut oder sehr vertraut, heißt es, dass er den anderen überhaupt nicht vertraut, beispielsweise auf insgesamt der Vertrauenswert. Ich glaube, Vertrauen, also wenn es darum geht, dass ich jetzt zum Beispiel die politischen Parteien abfrage, dann entsteht der Vertrauenswert aufgrund des Verhaltens aller Marktteilnehmer. Wenn ich das jetzt mal auch die Politik als Markt mal frech bezeichnen darf, was sie sicher nicht ist. Wenn alle Marktteilnehmer ein gewisses Mindestniveau unterschreiten, was den eigenen Markt betrifft, dann sinkt es. Das muss nicht unbedingt Wettbewerb heißen. Ich habe das Beispiel, glaube ich, eh schon mal gesagt. Nehmen Sie zum Beispiel Premium-Automobile, wo Sie einen extremen Wettbewerb haben zwischen Mercedes, Audi, BMW.
Nur was die drei alle nicht machen werden, ist zu sagen, dass Autofahren schlecht ist, oder? Nehmen Sie die Grünen zum Beispiel, die aus ihrer eigenen Position sicher die ethisch Besseren sind, die moralisch Überlegenen, aus der eigenen Position jeweils betrachtet, die haben 2013 erfolgreich plakatiert, nicht so belämmert wie die anderen. Was eigentlich nichts heißt, das Ganze ist ein total bescheuertes Geschäft und wir sind doch das kleinste Übel. Und ich nehme jetzt Bewusstsein, und das machen andere Parteien auch so. Das heißt also, dort ist der Wettbewerb so stark, dass man die eigene Branche beschädigt. Und da müssen die Medien aufpassen, dass es nicht ganz, ganz ähnlich ist. Bei den Medien gibt es genauso diese Tendenz, im Wettbewerb zu vergessen, ab wann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr zwischen Zweien geht, sondern wo es darum geht, Moment mal, hier wird unser Geschäft gefährdet. Wenn Sie es in der Politik betrachten, dann gibt es natürlich Gruppierungen, die auch großes Interesse daran haben, dieses Vertrauen in Institutionen zu unterwandern. Und die Medien gelten auch als Institutionen. Es gibt einen Grund, wieso Trump Fake News sagt und Leute rausschmeißt. Entschuldigung, dem Trump vertraut man ja auch nicht. Das sind dann Umfragen. Bei den Zeitungen ist es so, denen vertraut man nicht, ich kaufe sie trotzdem. Den Politikern vertraut man nicht und wählt sie trotzdem. Sie müssen schon aufpassen, welche Klischees, welche Klischees transportieren wir. Wir müssen aufpassen, wenn vor lauter Selbstkritik und so weiter, was heißt, glaubt man nicht. Soweit ich sehe, haben wir hier einen positiven Saldo. Wer schafft das sonst noch? Ja, aber wenn drohen die jetzt komplett wegzubrechen, dass niemand mehr Zeitung liest, wenn wir so viel Blödsinn schreiben. Oder Moment mal, Sie sind jetzt im Behauptungswege. Das haben wir als Zahlen. Ja, Sie haben gesagt, wegbrechen. Wenn das Vertrauen weg ist, dann verschwindet der Markt. No, habe ich nicht gesagt. Habe ich falsch verstanden? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn die Marktteilnehmer einfach Grenzen unterschreiten im Umgang miteinander, dass sie das eigene Geschäft gefährden, dann geht das Vertrauen insgesamt natürlich verloren. Aber ich nehme den Markt jetzt vom Kaufen. Wenn man die Zeitung kauft, werden weniger Zeitungen gekauft werden, wenn sie das Marktvolumen hin. In Beträgen verändern. Was ist die Konsequenz, wenn alles bei Null ist? Ich glaube, dass der Markt, der Informationsmarkt insgesamt, wir müssen aufpassen, dass wir sagen, es gibt nicht einen reinen Zeitungsmarkt, es gibt einen Markt für Information, oder? Dass sich es dann verschiebt von klassischen Medien zu anderen Quellen und dass es Gruppierungen gibt, die ein hohes Interesse daran haben. Dass es sich von diesen klassischen Quellen, traditionellen Quellen, und das sind eben die herkömmlichen Massenmedien, eben von mir aus in Richtung Breitbart verschiebt. Um jetzt mal ein unverfängliches Beispiel aus den USA zu nehmen. Und das ist ja passiert. Mittlerweile ist Breitbart, wenn man es neutral betrachtet, eine der meistgenutzten sogenannten Informationsanbieter im Netz in den USA. Kommt gleich hinter CNN, kommt gleich hinter der New York Times, ja. Also für Februar, die Zahlen waren so, dass von den Only-News-Plattformen, muss man aufpassen, da werden ein paar Sachen ausgelassen, weil sie ein bisschen anders anbieten, da war Breitbart die Nummer 3. Und das ist, dahinter steckt natürlich eine politische Agenda. Ja, insofern hat er aber recht, weil sozusagen die Leute das Vertrauen in die klassischen Medien verloren haben, die gar nicht mehr anschauen und quasi zum Beispiel nur auf Breitbart gehen. Also, ja, wogegen ich mich wehre, ist nur, sie haben es offenbar noch nicht so verloren, oder? Und wir müssen aufpassen, ich glaube... Aber Endstation könnte das sein. Könnte sein, ich möchte nur auf etwas ganz anderes hinführen. Wenn wir denn das im Medien, im politischen Bereich immer wieder in diese Richtung thematisieren, ach wie schlimm, wir verlieren Vertrauen, ach wie schlimm, wir machen Fehler, sonst irgendetwas, dann befördern wir diese Entwicklung natürlich. Wenn wir über Fake News schreiben, wenn wir über Fake News einfach immer wieder berichten, helfen wir letztlich Fake News. Allein wenn wir über alternative Fakten, allein dieses Wort immer wieder bringen, dadurch suggerieren wir, dass es alternative Fakten denn gäbe. Es sind einfach Lügen, nichts anderes. Also da, im Grunde genommen wird über Framing einfach eine Agenda aufgebaut. In 4-5 Jahren werden dann alternative Fakten nahezu gleichberechtigt neben anderen Begriffen stehen, als gäbe es sie wirklich.
Ich sehe darin eigentlich eine Aufgabe, wenn, also wenn ich es denn interpretieren soll, vor allem diese hier deutlich bessere Basis gegenüber Europa, einfach wesentlich mehr in Zukunftsoptimismus, in Konstruktives zu investieren, als derzeit der Fall ist. Das ist natürlich schwieriger. Aber ich behaupte, da gibt es eine Sehnsucht danach. Aber das ist jetzt schon sehr interpretierend. Die Basis dafür ist noch da. Die Basis ist vor allem, wenn Sie den Medienmarkt Steiermark anschauen, für ein paar Spieler in enormem Maße da. Um jetzt mal einen schnellen Wechsel zu machen, das ist eine Grafik, die jedes Jahr andere Farbe bekommt, weil ich wieder einen Balken drüberlege, wo Sie nicht mehr viele Zahlen sehen, weil für Fernsehen, Radio mittlerweile keine Daten mehr in der Medienanalyse erhoben werden. Aber was zeigen Sie? Dass Printprodukte wie die Woche, wöchentlich, deswegen man muss mal aufpassen, wie sehr das gemischt ist, das ist halt ein Kontakt pro Woche, das sind 7 Kontakte in der Woche, die kleine Zeitung, aber auch die Krone mit immer noch über einem Drittel, eigentlich sehr, sehr stabil dastehen. Eine Partei über 50%, ÖVP Niederösterreich, sonst haben wir keine mehr. Und da müssen wir die nächste Wahl abwarten. Ja, und da müssen wir die nächste Wahl abwarten. Auch über 34%, kann gut sein, dass der Erste bei der nächsten Nationalratswahl 34% hat und nicht mehr. Durchaus möglich, dass es nicht mehr braucht. Ich glaube, wir müssen es so betrachten. Das sind letztlich wirklich noch Massenphänomene. Durchaus vergleichbar mit anderen, die um diese Gunst buhlen. Seien es politische Parteien, seien es öffentliche Institutionen, die das auch brauchen. Es geht ja letztlich um diese Plattform für etwas Gemeinsames. Um es einzeln zu sehen, ja, eigentlich sensationell, die kleine Zeitung hat zugelegt, allerdings ist das jetzt nicht signifikant, ist deutlich über 50% geblieben. Im Grunde genommen hat sie mittlerweile, steht schon über längere Zeit, einen Vorsprung von mehr als 15 Prozentpunkten oder um die 15 Prozentpunkte vor der Krone. Das ist umso bemerkenswerter, als die Steiermark das einzige Bundesland ist, wo die Krone schon einmal vor der Bundesländerzeitung war und die Bundesländerzeitung hat sich zurückgekämpft. Das heißt, Anfang der 90er Jahre hatte die Krone die besseren Werte als die kleine Zeitung. Das ist, glaube ich, insbesondere über die Regionalisierung, Lokalisierung gelungen, das Spiel wieder umzudrehen. Und das hat sich verfestigt. Das war vor 10 Jahren, als wir hier begonnen haben, vor 9 Jahren, war das noch gar nicht so klar, ob das denn dauerhaft sei, ob der auch Vorsprung jetzt. Ansonsten relativ stabile Verhältnisse. In Klammer haben Sie immer die Werte des Vorjahres, ja, ob jetzt 34 oder 35,9%, 4,2 oder 3,8, gerade bei den Kleinen. Klar ist, dass neben diesem Wettbewerb zwischen Kleine und Krone, auch wenn der so entschieden wirkt, jetzt mit diesem 15% Vorsprung, kaum noch etwas anderes Platz hat. Es kommt kein anderes Printmedium, zumindest im Tagesgeschäft, auf 5%. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist in den meisten Bundesländern mittlerweile so, also zumindest abseits vom Großraum Wien, zeigt aber, was heftiger Wettbewerb bewirkt. Auch da mal natürlich eine Parallelität zur Politik. Können Sie sich dann in Ruhe anschauen, wenn es denn wirklich zu einer Duellsituation zwischen Kern und Kurz kommt, wie sehr das letztlich alle anderen benachteiligt. Wenn ich wirklich eine Duellsituation habe an der Spitze. Bei den Sonntagsausgaben rücken die beiden Kontrahenten etwas näher zusammen. Da beträgt der Vorsprung nur rund 10 Prozentpunkte, aber auch da relativ unverändert. Beide haben ein bisschen verloren, ein bisschen eingebüßt gegenüber den vergangenen Jahren, aber es ist nicht wirklich ausschlaggebend. Darunter haben ja der Standard, die Presse, Österreich alle ein bisschen zugelegt. Im Grunde genommen ähnliche Verhältnisse, wie wir sie 2015 hatten. Bei den Magazinen gibt es, ja, mittlerweile ist es keine Sensation mehr, eines, das immer noch zulegt, Servus in Stadt und Land, erst wenige Jahre erfasst von der Medienanalyse,
Das heißt, dieser Trend zur Heimat, dieser Trend zum Regionalen, dieser Trend zur heilen Welt ist ungebrochen, wird immer noch stärker. Wir haben in Deutschland Untersuchungen, dass die erfolgreichsten Zeitschriften der vergangenen 3-4 Jahre unter den Top 10 7 bis 8, die alle Landleben, Landlust und was weiß ich noch alles heißen. Und das sagen auch die meisten Tageszeitungsmacher in Österreich, die das versuchen, sie können machen, was sie wollen, Beilagen und so weiter. Es ist oft den Leuten viel zu viel Papier. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist alles, was mit Heimat ist. Und wir finden auch da die Entsprechung in der Politik. Erinnern Sie sich an die Plakate von Van der Bellen? Das war für einen Grünen durchaus ungewöhnlich, mit dem Begriff Heimat aufzutreten. Hat auch funktioniert und war wahrscheinlich wichtig, dass es funktioniert. Aber alle ziehen in die Städte, schon spannend. Diese Zeitschriften, diese Medien werden ja auch, ja, muss man sagen, werden ja auch großteils von Städtern konsumiert. Es ist ja die Sehnsucht. Im Grunde genommen eine Fortsetzung dieses Trends zum Cocooning, zum sich einigeln. Oder wir haben diese Regionalzeitungsverleger, ob sie jetzt Hermann Petz von der Moser Holding oder Eugen Russ von Russ Media heißen, sagen 95% der Menschen verbringen 95% ihrer Zeit in einem Umkreis von 25 Kilometern. Und genau das spiegelt sich da wieder. Ich habe auf der anderen Seite auch diesen Erfolg von Lokal- und Regionalmedien. Die Regionalmedien Austria, ich habe diesmal die Wochenzeitungen gar nicht mehr extra berücksichtigt, kommen in den Bundesländern auf wesentlich höhere Reichweiten als alle. Das sind 50-60%, sind da keine Seltenheit. Also das, was sie in der Steiermark als die Woche zum Beispiel haben, was in anderen Bundesländern das Bezirksblatt ist. Der Hermann Betz, CEO der Moser Holding, der im Grunde genommen der Schmied dieses Ganzen ist, diese Gruppe kommt ursprünglich eben aus Tirol, der sagt das bei den Weihnachtsfeiern seinen Leuten von der Tiroler Tageszeitung, ja, wenn das eine schwarze Null ist mit dem Tageszeitungsgeschäft, dann ist er schon zufrieden. Aber immer noch was drin ist bei diesen Gratis-Wochenzeitungen. Also das ist also offenbar immer noch ein Geschäftsmodell und ist mittlerweile als eigenes Unternehmen, ist ein Joint Venture zwischen Stürmer und der Moser Holding, auch schon um die 70, 80 Millionen Umsatzmillionen stark. Ich habe Ihnen im Gegensatz zum letzten, das haben wir nämlich vergessen, bei den großen Ereignissen des vergangenen Jahres, wir hatten ja auch noch die Fälschungen des Radiotests. Was ich Ihnen jetzt nicht mehr bieten kann, ist die schöne Auflistung über viele, viele Jahre, wie sie der ORF geboten hat, die bringt er jetzt natürlich nicht mehr, weil die Zahlen da über doch einige Jahre falsch waren. Sagen wir mal falsch waren, offenbar gefälscht wurden, warum auch immer, es ist bis heute nicht bekannt oder wird nicht bekannt gegeben. Hier sehen Sie jetzt die neuen Daten und was hier vom Jahr 2010 weggezeigt wird, das sind die korrigierten Daten. Das heißt, da ist vieles dabei, was ich Ihnen in den vergangenen Jahren anders gezeigt habe, das stimmt jetzt. Und hier aktuell für die Steiermark, das ist der Radiomarkt der über 10-Jährigen und zwar sind das die Tagesreichweiten. Jetzt sind die Tagesreichweiten für jemanden, der im Radio nicht unbedingt das Ausschlaggebende, aber mir geht es einfach um die Dimension, dass wir mal sehen, okay, da liegt Radio Steiermark und Ö3 bei den über 10-Jährigen, also insgesamt relativ gleich auf und dann kommt aber schon mit deutlich über 20% die Antenne Steiermark. Das ist immer noch eben neben der Antenne Kärnten und neben der Antenne Vorarlberg, die allerdings einen anderen Besitzer hat, Kärnten und die Steiermark gehören beide der Styria, das erfolgreichste Privatradio Österreichs, nach wie vor, in einem Regionalmarkt. Also nicht nur das älteste, weil das einzige, das 1995 gestartet ist und immer noch unter diesem Namen existiert, sondern auch das erfolgreichste. Krone Hit ist neben diesem Radio ganz, ganz klar zweiter, nicht einmal die Hälfte der Reichweite. Bundesweit betrachtet ist Krone Hit aber durchaus eine Macht, wie wir danach noch sehen werden. Etabliert sich auch von Jahr zu Jahr stärker und vor allem deutlich jünger als Ö3 ist. Das ist jetzt von der Altersstruktur wie aufgelegt? Das ist 10 plus. Alle über 10, alle okay. Über 10-Jährigen. Ja. Und zwar die Tagesreichweite. Also wie viel Prozent der über 10-Jährigen in der Steiermark erreicht das täglich? Also wenn ich das jetzt einschränken will oder kann auf einen Jugendsektor, der bis, was weiß ich,
20 geht oder 22, kann ich herauskitzeln, wie man es sieht. Glaube ich nämlich, schauen die Zeugen ganz anders aus. Schauen Sie, wir werden das gleich sehen. Ich habe jetzt bewusst dagegen gehalten, klassische Kategorie ist zum Beispiel Radio zu machen für die 14 bis 9. Quelle ist der Radiotest nämlich. Bitte? Radiotest ist da die Quelle, oder? Ja. Das sind alles Radiotests. Wie wird der jetzt erhoben? Bitte? Wie wird der jetzt erhoben? Der wird telefonisch erhoben mit ca. 26.000 Interviews, 25.000 bis 26.000 Interviews pro Jahr, telefonische Befragung. Wie schaut es mit den Gewichten aus? Mobiltelefone und Festnetz? Ursprünglich hat es immer noch Festnetz. Nein, das ist nicht weg. Das ist längst weg, ja. Das ist längst weg, das hat man auch weggetan. Das ist ja auch bei der Media-Analyse. Die Media-Analyse wurde sehr, sehr lang nur mit persönlich geführten Interviews mindestens eine Stunde lang gemacht. Da kann man sich vorstellen, wer hat denn Zeit dafür? Also tendenziell einfach, weil war das viel zu viel ja, Ältere dann, von der Gewichtung her ganz, ganz schwer. Man ist auch da übergegangen, das mittlerweile mit einer Online-Befragung zu kombinieren und teilweise auch mit einer begleiteten Online-Befragung, wo dann einfach jemand mit am Tablet kommt, machen Sie so und so. Was sicher Qualitätsverbesserung gebracht hat. Und bei Radio brauche ich einfach dieses hohe Sample, um eben einfach für kleinere Verbreitungsgebiete auch noch halbwegs valide Zahlen zu haben. Weil ich auch Radios habe, die jetzt nicht ein ganzes Bundesland abdecken. Sehen wir auch hier, ich habe da zum Beispiel Soundportal im Verbreitungsgebiet 1, Soundportal im Verbreitungsgebiet 2. Das sind jetzt übrigens Zahlen für die 40 bis 49, sind aber die Marktanteile. Die Marktanteile, die ja zumindest von der werbetreibenden Wirtschaft als wichtig erachtet werden. Die meisten noch die Marktanteile eher, wenn sie ihre Budgets verteilen. Können wir das vorher noch mal sehen, weil da waren nicht die Marktanteile. Nein, das sind die Tagesreichweiten. Man muss auch immer aufpassen. Das ist die Altersgruppe über 10, oder das über 10 und das andere 14 bis 49. Weil wenn man die Antenne als Beispiel nimmt, kommt da ein Wert von 22,1 heraus und beim anderen dann von 27 und Radio Steiermark ist 31,4. Wenn es umdreht, dann ist das deutlich weniger gewesen. Das ist die Reichweite, wie viele Personen erreiche ich. Schon. Und das sind Prozent des Marktes. Ja. Ja, aber da ist die Antenne jetzt um 50% höher als Radio Steiermark bei dieser Altersgruppe. Aber ich bleibe ruhig, ich warte, bis es weitergeht. Nein, was ist Ihre Frage? Wer das Radio Steiermark hört, ob das die 60 plus sind und ob die vor allem ganz, ganz stark. Die Antenne, die vor 22 Jahren gegründet wurde, ob da jetzt die damals 20- bis 28-Jährigen, die sind halt jetzt 40 bis 49. Naja, tendenziell ist es relativ einfach. Ein Sender wie Radio Steiermark ist natürlich auf älteres Publikum abgerichtet, versucht es komplementär in der Senderfamilie mit Ö3 und der Ö3 liegt dann altersmäßig noch FM4 zu nutzen. Und Ö1 ist wieder ja, relativ hohes Alter, elitäre Schicht, also hohe Bildung und so weiter. Die Antenne liegt vom Alter über der Krone meistens, über Krone Hit. Krone Hit hat etwas später gestartet. Von der Antenne ist 39,8, eben. Vom Radio Steiermark 56,9, vom Soundportal 30,9. Eben. Das ist ganz jung, ja. Nein, ich glaube, das ist genau das Problem. Ich muss, wenn ich heute als öffentlicher Dienst eine Information zu platzieren habe, hilft mir, wenn ich in der Jugendarbeit tätig bin, glaube ich einmal Radio Steiermark relativ wenig. Wenn ich in der Altenpflege was habe, und das ist jetzt nicht mehr gemeint, war in beiden Bereichen jetzt gerade in der Pflege, dann brauche ich bei Soundportal nichts posten, weil was interessiert an 12-, 13-Jährigen, wie schaut die Pflegestufe neu aus, und so etwas. Okay. Das ist schon wichtig. Also, da geht es jetzt nicht so gut. Es verändert sich ja auch. Ich habe in 14 Jahren Soundportal zum Beispiel, wie ich begonnen habe, haben wir ein Durchschnittsalter von 23 gehabt. Das heißt, wir verändern uns genau, in 2 Jahren wachsen unsere Hörer und genau ein Jahr im Altersschnitt mit. Weil natürlich einer, der Soundportal hört, vor 14 Jahren war er vielleicht 25, das ist halt 39, hört aber immer noch Soundportal, weil Grundproblem für alle etablierten Medien und letztlich ist natürlich. Die Antwort auf meine Frage, warum da 27 steht oder 5 steht, das sind die Hörer einfach mitgewachsen. Die sind älter geworden. Und der Schlüssel mit
alle zwei Jahre ist der Durchschnitt um ein Jahr älter. Der gibt sich ein paar verliert mehr, es kommen andere wieder dazu, aber es wächst ja, doch langsam hinauf. Nein, es ist schon ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das Problem ist Marktanteil, Tagesreichweite, Marktanteil. Moment, einfach mal, das eine ist Tagesreichweite, wie viel erreiche ich überhaupt prozentuell? Ja, das ist der Marktanteil. Entschuldigung. Das geht sich natürlich, das können sein, von mir aus 200%, die dann rauskommen, wenn ich alle zusammenzähle. Auch wenn das da ist immer der Kuchen und der wird nicht größer. Den könnt ihr eigentlich am besten über Torte sonst auch darstellen, oder? Und der bleibt immer gleich. Und was das Mitwachsen betrifft, naja, kommt schon drauf an, vor allem auf das Musikformat. Radio entscheidet sich über das Musikformat. Wenn ich Ö1 jünger machen will, dann mache ich gar nicht so viel bei der Ö-Information, sondern mache plötzlich ein ganz anderes Musikformat. Dann könnt ihr es jünger machen. Die Frage ist, will ich das oder verliere ich dann die von der Information? Auch da, wenn er Soundportal jünger machen will, dann ändert er das Musikformat. Risiko, er verliert die Stammhörer. Und genau vor dem Problem stehen alle etablierten Medien. Die Kronenzeitung, das kann man rausrechnen, hat das älteste Publikum, obwohl sie jünger ist als eine kleine Zeitung und sonst, hat das älteste Publikum, hat aber auch für eine Boulevardzeit, und das ist zum Teil ja auch, einen extrem hohen Abonnentenanteil. Man kennt das in anderen Staaten nicht, eine Boulevardzeitung, die letztlich auch an der Haustür, an der Wohnungstür hängt. Eine Bild, die wird im Kiosk verkauft. Ein Blick in Deutschland auch, eine Sun in Großbritannien. Die Kronenzeitung hat von vornherein diese Vertriebs-Twitter-Situation genutzt, hat einen Abo-Anteil von 85%. Davon träumt eine Bild-Zeitung, davon träumt ein Blick. Die haben dieses Konzept nie gemacht. Aber das bedeutet auch, gerade wenn ich abonnierte Zeitungen habe, die treuesten Leser, das sind halt wirklich die, die ja zum Teil in Korrentschrift ihre Beschwerden noch schreiben. Aber auf die will ich natürlich nicht verzichten. Die sind ohne zu murren jede Preiserhöhung über Jahrzehnte mitgegangen, jeden Relaunch oder sonst irgendetwas. Wenn die mal gehen, dann nutzen sie von mir aus jahrelange Unzufriedenheit, weil sie jetzt einen Anlass haben, weil gerade der Preis erhöht worden ist oder so. Es ist ganz, ganz schwierig, da wirklich einen Austausch zu machen und gefährlich natürlich, unheimlich gefährlich, geschäftlich. Aber lässt sich jederzeit machen, aber beim Radio am allereinfachsten. Ändere den Sound. Das ist zum Beispiel etwas, was Ö3 durchaus blühen könnte. Das ist ja die Riesenherausforderung. Im Grunde genommen haben sie es mit Ö3 zu tun, wie es vor 20 Jahren konzipiert wurde. Vor mehr als 20 Jahren. Der jetzt wieder in Diskussion stehende Bogdan Rostić hat damals Ö3 so konzipiert, wie wir es heute hören. Es war im Zuge des Privatradio-Beginns zwischen 1995 und 1998, haben die sich einen großen Privatradioberater geholt, den größten damals in Europa, und haben Ö3 so konzipieren lassen, wie es heute noch ist. Auch die Fernsehkonzeption und so weiter ist noch so. Das heißt, Ö3 wird immer älter, die Krone ist deutlich jünger, Sender wie Soundportal ohnehin. Das heißt, Ö3 kriegt ein Problem mit den Jungen. Es gibt ja auch den Plan im ORF, verworfen mittlerweile wieder, einen wirklichen Jugendsender noch zu machen, der über DAB Plus, den digitalen Standard, verbreitet wird. Aber das haben sie jetzt einmal lassen. Das sind natürlich auch finanzielle Probleme. Entschuldigung, aber diese Marktanteile müssen jetzt auf 100% rauskommen, oder? Müssten eigentlich, ja. Geht es ja bei mir nicht ganz aus. Wenn wir das am Beispiel schon die Verbreitungsgebiete haben, die darf man nicht anziehen. Okay, wir können auf 120. Das sind diese VG1, VG2 und so weiter. Die kommen zusätzlich. Ja, klar, weil das sind ja Teilbereiche der Steiermark zum Beispiel, oder? Und die müssen man rausrechnen. Na, im Grunde genommen ist das einfach ein Kuchen, oder wer kriegt wie viel davon. Von daher auch logisch, je mehr in einen Markt eintreten, auch für die nächsten Grafiken, desto weniger wird es. Nur als Hinweis, wenn wir oft über die Reichweite des ORF-Fernsehprogramms lächeln, wir werden gleich sehen, wie viel sagt, in Deutschland hat der stärkste Fernsehsender mittlerweile 12,5%. Das ist ZDF derzeit. Sie sehen aber auch, welche Gefahr da für einen Öffentlich-Rechtlichen drin besteht, der ja ursprünglich so etwas wie das Lagerfeuer der Nation sein sollte, wie es in Österreich zum Beispiel immer hieß, 1930, ja. Deswegen sind ja auch, wenn man so möchte, Sendungsdinosaurier wie Gottschalks, Wetten, das ja ausgestorben. Genau. Wie ist das jetzt eigentlich zu sehen, der Wettkampf YouTube gegen Fernsehen? Haben Sie das jetzt schon analysieren können, oder ist das...
Nein, weil bei uns noch zu wenig Thema, aber es wird natürlich ganz, ganz starker Thema, hat natürlich auch etwas mit den YouTube-Absichten des ORF zu tun hierzulande, gegen die derzeit der Verband der Privatsender Sturm läuft natürlich. Ja, es gibt noch was anderes, es gibt das audiovisuelle Mediendienstegesetz und das ist derzeit nicht klar, mit dem RTR darüber gesprochen. Es sind tausende Fälle, sie wissen nicht, wie viele YouTube-Kanäle es gibt. Das geht ja noch weiter, dass zum Beispiel selbst die Übertragungen, wie sie die kleine Zeitung mit den Bundesländerzeitungen gemacht hat, von den Präsidentschaftswahlen, dieses Livestreaming aus der Hofburg, ist nicht ganz, ganz sicher, ob man da nicht eben über das Gesetz eine Anmeldung brauchen müsste als Fernsehveranstalter. Deswegen sind die sehr, sehr vorsichtig, auch das Ganze zu propagieren. Im Grunde genommen muss man sagen, ist die Gesetzeslage wieder mal weit hinter den technischen Möglichkeiten zurück. Die Politik ist zu langsam. Ist wirklich zu langsam, um die technische Dynamik halbwegs abzubilden. Das Problem ist, ein YouTuber, der nur die Möglichkeit, einen Spendenknopf hat, das heißt, ein Verein hat das, gilt als Fernsehsender. Und jetzt kann man sich jeder ausrechnen, wie viel Tausend das betrifft. Ich glaube andererseits, dass es nicht mehr exekutierbar ist. Ist es nicht. Nur die Wirtschaftskammer wird mal nachrechnen und dann sagen, jetzt müssen wir es. Die Wirtschaftskammer wird das wahrscheinlich versuchen. Die Frage ist, wen sie damit mehr in Frage stellt. Die Sender oder sich? Das wäre jetzt meine Antwort drauf, oder? Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Wir haben eine extrem technisch getriebene Medienentwicklung, auf die die Inhalte teilweise viel zu sehr Rücksicht nehmen. Sollten sie vielleicht nicht. Die Inhaltsschöpfung sollte vielleicht bei Qualitätsstandard bleiben, die zeitlos sind. Also es ist extrem technisch getrieben und von einem unheimlichen Tempo. Und dem kann die Politik nicht nachkommen. Die Politik ist letztlich, wie heißt es so schön, in der prozessualen Langsamkeit verfangen, kann durch ihre Entscheidungsprozesse das nicht entsprechend abbilden. Ich will das jetzt nicht so monologisch machen, aber ich habe jetzt mich seit 8 Monaten fast mit dem Thema beschäftigt. Ja, seit August habe ich mich mit dem audiovisuellen Mediendienstgesetz und das Recht beschäftigt. Inklusive Impressumspflicht, weil da wieder was dazukommt. Und glauben Sie mal, es ist ein riesiges Problem, es ist so eine Bubble und die Politik hat die letzte Novelle 2014 verabschiedet. Und in Absprache mit den Abgeordneten war die Antwort nur vom Wann ist denn das Gesetz, da geht es 2012, 2014, und die Antwort daraufhin, ja, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Das glaube ich. Aber wir merken es auch auf einer anderen Ebene, schauen Sie an, wie verzweifelt versucht wird, die Inhalte auf Facebook zu regulieren. Und regulieren meine ich jetzt einfach, Verantwortung dafür zu finden, die einfach jetzt über das offensichtlich Strafrechtliche hinausgeht. Die Deutschen haben jetzt ihr Gesetz. Schauen wir mal, wann in Österreich eines kommt. Schauen wir mal, wie sinnvoll das Deutsch ist. Schauen wir mal, wie überhaupt nationalstaatliches Gesetz gegen solche globalen Angebote durchsetzbar ist. Ich habe mit einem YouTuber gesprochen, der 200.000 Subscriber lebt in Österreich. Der ist von diesem Gesetz genauso überrascht worden. Der ist so ziemlich so wie ich, einer der ersten Präzedenzfälle. Da geht man dann zur Behörde und dann schaut eben mal nur ziemlich an und meint, ob das ernst gemeint ist. Ja. Ja. Und die weitere Geschichte war die, dass der YouTuber gesagt hat, in Kanada ist zum Beispiel auch jetzt ein Thema Hate Speech. Mhm. Und Transgender und wer nicht richtig gendert in Kanada, fällt unter das Hate Speech Gesetz. Wenn das jetzt kommt, dann überlegt er sich für Kanada den Content zu spielen. Also das ist nur so ein Thema. Ja. Wir haben solche Sachen ja erlebt, zum Beispiel in Spanien, wo zum Beispiel plötzlich Google News nicht mehr funktioniert hat. Aber wie gesagt, also in dem Wettbewerb ist aus meiner Sicht die Politik hoffnungslos unterlegen. Ich wüsste auch nicht, wie man es hinkriegen kann. Gerne. Ich habe Ihnen dann noch aufgelistet, sind alles noch Zahlen für die Steiermark, wie sehr sich das Verhalten im Internet verändert hat von 2015 auf 2016, Media-Analyse-Zahlen. Das Witzigste, das Auffallendste für mich ist, schauen Sie mal bei E-Mail. Ich denke mal, das gibt es doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass es doch ist ganz klar.
meine Kinder-E-Mail schon lange nicht mehr. Die erwische ich per Messenger, per WhatsApp oder sonst irgendetwas, aber E-Mail. Das ist dann unter Chatten. Bitte? Der Messenger ist unter Chatten, unter sozialen Netzwerken. Im Grunde genommen kommt diese Art der Befragung der Benutzer, der Benutzung letztlich schon gar nicht mehr nach. Überlegen Sie, dass hier über 14-Jährige gefragt werden, über 14-Jährige in allen Altersgruppen, und das wird jetzt einzeln abgefragt. Allein in den Begrifflichkeiten. Wie viele überhaupt mit den Begriffen nicht mehr zurechtkommen, die da abgefragt werden. Es werden ja auch alle ein, zwei Jahre wieder neue Kategorien geschaffen, alte wieder aufgelöst. Wenn ich meine WhatsApp eher soziale Netzwerke, ne? Ja, bei mir schon, okay, aber eher da. Ja. Du misst mal ungefähr, und das ist jetzt eine hochspezialisierte Runde. Ist Reisen buchen auch, wenn man einen Fahrschein kauft? Also ein Verbundzone-Fahrschein. Mehr als ein Drittel der Steuererinnen, die Internet haben, im vorigen Monat verreist sind. Ja. Ich glaube nicht, dass das drunter zählt, aber Sie merken, wie schwammig es ist, oder? Im Grunde genommen gibt es Richtwerte. Es zeigt uns, dass E-Mail letztlich wahrscheinlich wirklich rückläufig ist, weil es wesentlich, ja, sehr, sehr viele andere Kommunikationskanäle mittlerweile gibt, die insbesondere von den Jüngeren ja schon deutlich mehr genutzt werden. Und WhatsApp zum Beispiel hat sich zu einem Massenphänomen entwickelt. Spannend, aber meiner Meinung nach sind vor allem dieses Einkaufen von Produkten, wie das kontinuierlich immer weitergeht, Produkte und Dienstleistungen. Das heißt, die Scheu vor Bezahlen sinkt immer mehr. Das war das größte Hemmnis dafür, dass sich Einkaufen im Internet relativ langsam dann erst entwickeln. Das waren oft relativ komplizierte Bezahlmethoden oder die Scheu, meine Daten herzugeben. Das sinkt immer noch mehr. Sieht man auch bei Online-Banking, das kontinuierlich steigt, das jetzt bald über 50% erreicht hat. Ist aber für jene, die es tun, und ich nehme mal an, wir kommen hier wahrscheinlich auf 90 oder noch mehr Prozent, die Online-Banking machen, eigentlich gar nicht verständlich, dass es erst 50% sind. Seit wir den Lela-Kampf wundert mich die E-Mail-Zahl auf. Und habe Ihnen letztlich als letzte Daten für die Steiermark, Spezialdaten, das ist aus der heute erschienenen österreichischen Webanalyse, die Reichweiten pro Monat rausgesucht. Es kommt dann schon noch Kritik an dieser Monatsmessung. Das aber zeigt auch, dass diese, ich habe es eh schon mal gesagt, die Respekt vor den Social Media Plattformen zwar angemessen ist, aber Kaninchen vor der Schlange braucht es nicht sein. Styria Digital One, das ist das Dachangebot, ja, der Styria Media Group, aber nur jene Plattformen, wo sie keine Beteiligten haben. Bei Willhaben ist ja auch der norwegische Schibsted-Konzern dabei, der ist da rausgerechnet. Das heißt, sie kommen allein mit dem, das ist halt dann kleine Zeitung, Presse und noch ein paar andere Sachen, kommen sie auf 553.000 im Monat. Das heißt, eine Reichweite von fast zwei Drittel der über 14-jährigen Steirerinnen und Steirer. Willhaben hat mehr als 50%. Der ORF hat über 50%. Die kleine Zeitung kommt auf fast 40% der Steirerinnen und Steirer, die einmal im Monat es zumindest nutzen. Das sind schon ganz beachtliche Werte. Und dann kommt das große, große Aber. Wenn wir es nämlich mit dem Tag vergleichen, im Online-Bereich, im Internet-Bereich werden fast immer noch für das Marketing Monatswerte veröffentlicht, Monatswerte bekannt gegeben. Das ist natürlich enorm trügerisch. Das machen auch die großen Social-Media-Plattformen. Wir wissen, die jüngste Zahl von Facebook zum Beispiel, die sie über Österreich bekannt gegeben haben, sind immer noch diese 3,7 Millionen Österreicher, die im Monat Facebook nutzen. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn das linear gewachsen ist, wie Facebook insgesamt weltweit, dass wir derzeit bei ungefähr 4 Millionen Facebook-Nutzern liegen in Österreich. Aber im Monat ist der einmal toll, da kommt der ORF auf 3,2, Willhaben 3,1, die Krone über 2 Millionen, der Standard über 2 Millionen, OE24 auf 1,4 Millionen, heute auf 1,4 Millionen. Das heißt, da sind klassische Medien, Einzelmedien, relativ gut dran. Auf den Tag runtergerechnet, schaut das dann deutlich bescheidener aus. Da liegt die kleine Zeitung bei 136.000.
Das ist jetzt nicht so wenig, ja, aber wenn wir dann die Printauftritte daneben anschauen, ist das ein Bruchteil dessen. Und das gilt ausgenommen beim Standard für nahezu alle Anbieter. Der Standard ist die einzige Zeitung, die nach wie vor online ungefähr so viele User hat, wie sie täglich auch Leser hat. Alle anderen sind mit der digitalen Nutzung noch deutlich hinter der Printnutzung zurück. Das bedeutet aber auch, dass sie sehr zögerlich in die digitale Nutzung gehen, weil ich grundsätzlich mit Print noch mehr Geschäft machen kann. Das Geschäftsmodell Print ist ein ganz, ganz klares, das ist für Digitales ist ein riesiges Fragezeichen. Und zwar je mehr es Journalismus gestützt ist, je mehr es auf Information aufbaut, desto größer sind die Fragezeichen. Bewusst diese Werte daneben gestellt. Sie sehen, das sind Faktoren von über 1,3. Ich bin jetzt kein Schnellrechner, aber das ist sicher ein Wert von 3,5, 1 zu 3,5 zwischen Tagesnutzung und zwischen Monatsnutzung. Also insgesamt sind wir bei einer Tagesreichweite von 3/4 der Österreicher. Von den über 70-Jährigen ist schon ein Drittel täglich online. Cool. Das sagt jeder, ja, meine Oma oder mein Papa nicht. Es ist über ein Drittel, ja. Und das wird die Zahl sein, der Wert sein, der am meisten steigt, weil die anderen Generationen ja schon drin sind. Und ich sage das zwar jedes Jahr, wir werden uns wundern, wie sehr sich die Angebote und das Internet dadurch verändert, je mehr Ältere hineinkommen. Ja, aber ist das nicht das klassische Nachrücken, dass mein Vater noch ohne Internet groß geworden ist? Na klar. Für mich wird das in 20 Jahren relativ normal sein. Ja, aber jetzt überlegen Sie mal, wie wir das Zeug verändern werden. Wir haben ja ganz andere Ordnungsvorstellungen, ganz andere Designvorstellungen, ganz andere, wie etwas gehört oder sonst irgendetwas. Es hat sich ja Facebook schon verändert dadurch, dass es älter geworden ist. Also alle unsere Praktikanten und so, die wir haben, sagen Facebook nach. Nein, gar nicht. Gar nicht. Facebook ist also für Junge. Na, die Gruppe, die am meisten hineingeht, ist Facebook, das ist meine Generation. Uhu. Also unter 100-Jährige, ja. Ich will das hier nämlich nochmal aufgelistet, oder? Wenn wir uns die Einzelauftritte klassischer österreichischer Medien anschauen, dann liegen die gar nicht so weit weg. Das Grundproblem ist bloß, Facebook hat ein Geschäftsmodell. Facebook verdient mittlerweile verdammt viel, auch im Gegensatz zu allen anderen Plattformen. Twitter hat noch nie ein Quartal positiv gemacht. Snapchat war gerade ein Rekordeinstieg an der Börse. Da sind sich viele nicht sicher, ob es jemals Gewinn machen wird. Das heißt, man setzt darauf solche Blasen. Aber Facebook hat ein Geschäftsmodell und das ist der riesige Unterschied. Die klassischen Medien wissen fast alle nicht, wie sie ein reines Online-Geschäftsmodell aufbauen können. Vor allem, wie das mit Informationen funktionieren soll, wie man Redaktionen dahinter bezahlen soll, von dem, was man über Online generieren kann. Da geht es fast durchwegs in Querfinanzierungen. Ich glaube, dass eine Studie sehr, sehr froh ist, diese 50% an Willhaben zu haben, mit der sie letztlich auf Dauer Querfinanzierung von Journalismus machen kann, wenn sich das weiter so entwickelt. Der Springer-Konzern, der ganz massiv nur auf zwei Marken zurückgegangen ist, mit der Bild und mit der Welt, der aber ganz, ganz stark in Startups investiert und dadurch sagt, okay, das nicht erfolgreich, das erfolgreich, letztlich seine digitalen Erlöse von Jahr zu Jahr gesteigert hat, die aber wieder dazu dienen, seine klassischen Medien zu finanzieren, weil dadurch das Markenvertrauen und die Markengestärke gestützt wird. Im Grunde genommen geht es wirklich um dieses Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Und jetzt kommen wir weiter, einer Marke mittlerweile. Das gilt für Informationsanbieter ganz genauso wie für Politik, wie für alles. Es ist letztlich wirklich die klassische Währung, ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wir kommen immer wieder dorthin zurück. Verzeihung, das stimmt nicht. Hier haben Sie, ja, die bekanntesten Zahlen der Medienanalyse sind natürlich die Reichweiten der Tageszeitungen. Was haben wir? Naja, das Auffallendste überhaupt war, das ist nicht davor geschrieben, entschuldige, die Kronenzeitung und der Kurier sind die beiden einzigen Tageszeitungen, die von 2015 auf 2016 signifikant verloren haben.
Das heißt, bei allen anderen Blättern darf man auch nicht von Steigerung oder Verlust sprechen, weil das alles innerhalb der Schwankungsbreiten liegt. Aber signifikant verloren haben sowohl die Krone als auch der Kurier. Dadurch, dass sie einen gemeinsamen Verlag haben, die Mediaprint, ist das natürlich für die Mediaprint und die beiden Blätter nicht besonders angenehm. Das heißt, in Klammer sehen Sie jeweils die Vorjahreszahlen von 600 auf 560.000 der Kurier, von 2,3 auf 2,2 Millionen die Kronenzeitung. Das ist vor allem bemerkenswert, die Kronenzeitung hatte vor etwas mehr als 10 Jahren noch über 3 Millionen Leser. Das war das große Ziel von Hans Dichand, der sie gegründet hat, über diese 3 Millionen zu kommen, haben sie 2 Jahre in der Mediaanalyse erreicht. Das war in den Nullerjahren der Fall. Mittlerweile also ein Einbruch, der fast so hoch ist, wie die Reichweite der nächstgrößten Zeitung. Oder der nächstgrößten Kaufzeitung, ungefähr so groß ist der Einbruch. Es waren fast 3,1 Millionen Leser, die sie hatte, jetzt sind wir bei 2,24. Ansonsten sind die Verschiebungen ziemlich unauffällig, eigentlich im Üblichen, schwankt auch immer ein bisschen rauf und runter. Was wir zu beklagen haben, ist halt einfach eine Kaufzeitung weniger. Das Wirtschaftsblatt gibt es nicht mehr. Das heißt, der Markt wird noch einmal enger und dazu muss man sagen, Österreich gilt als wirklich der höchst konzentrierte Printmedienmarkt Europas. Wenn wir jetzt von Kleinstaaten wie Luxemburg, Liechtenstein oder so absehen. Aber ab einer gewissen Bevölkerungszahl. Letztlich nur 15, 14 Tageszeitungen zu haben, davon sind 2 Gratiszeitungen, Österreich wird auch als Gratiszeitung gewertet. Davon gehört eine weitere der Republik, die Wiener Zeitung, eine weitere der Volkspartei, in Oberösterreich noch, das Volksblatt. Auch spannend, weder die Wiener Zeitung noch das Volksblatt lassen sich durch die Mediaanalyse erfassen, auch nicht von der Auflagenkontrolle. Was dann schon spannend ist für ja, eine Parteizeitung, in die pro Jahr im Schnitt nahezu 1 Million Euro Bundespresseförderung fließt. Und wir haben keine wirklich validen Daten. Und das seit ungefähr einem Jahrzehnt. Wir wissen seit einem Jahrzehnt nicht, wie hoch die Reichweite, wie hoch die Auflage ist. Was hier fehlt noch, ist die neue Vorarlberger Zeitung, die lässt sich von der Mediaanalyse erfassen und ist auch in der Auflagenkontrolle drin, ich wollte nur nicht runtergehen. Ist sehr, sehr klein, dient in Vorarlberg, gehört dem gleichen Verlag wie die Vorarlberger Nachrichten, Russmedia, und dient den Eigentümern von Russmedia, um ein bisschen Ping-Pong zu spielen gegen die Kronenzeitung. Ich habe es noch aufgeschrieben, ich dachte, die Folie sei da. Das ist das Bemerkenswerteste, was passiert ist in den Regionalmärkten, neben eben diesem Verlust von Kronenzeitung und von Kurier, ist eben die absolute in der Steiermark und in Kärnten von der kleinen Zeitung und dass in Oberösterreich, die oberösterreichischen Nachrichten, der Kronenzeitung so nahe gerückt sind wie in 52 Jahren Mediaanalyse noch nie. Dazu muss man sagen, das ist deswegen ein besonderer Markt, weil 1968 Oberösterreich das erste Bundesland war, in das hin die Kronenzeitung expandiert hat. Die Kronenzeitung hat ja natürlich Wien immer als Markt und hat von vornherein Niederösterreich und Burgenland auch als ihren eigenen Markt betrachtet. Deshalb haben wir bis heute keine eigene Tageszeitung aus dem Bundesland in Niederösterreich und in Burgenland, weil die Kronenzeitung, aber auch der Kurier früher, die Wiener Zeitungen in diesem Raum zu stark waren. 1968 ist sie nach Oberösterreich gegangen und hat dort mit vollkommen neuen Marketingmethoden für österreichische Verhältnisse den Markt aufgemischt und die Oberösterreichischen Nachrichten als Landeszeitung dort ziemlich kalt erwischt. Deswegen sind die Oberösterreichischen Nachrichten auch über Jahre unter 30% Reichweite in dem Bundesland. Sind auch jetzt bei 28%, aber die Kronenzeitung ist nur noch auf 30%. Wie ist das passiert? Da kann man sich anschauen, im Nachhinein, die Entwicklung, wie es in der Steiermark passiert ist. Die Oberösterreicher haben viel, viel später als andere Bundesländerzeitungen zu regionalisieren und zu lokalisieren begonnen. Das heißt, unterschiedliche Ausgaben für unterschiedliche Bezirke zu machen, mit unterschiedlichen Angeboten. Ihr jetziger Chefredakteur, der Gerald Mandelbauer, hätte das gern schon in den 90er Jahren gemacht. Wie die Kleine Zeitung, wie die Tiroler Tageszeitung, die sind auch damals von Verlag zu Verlag gezogen, haben sich das angeschaut. Nur der damalige Chefredakteur und auch die Verleger haben damals gesagt, na, das teuer machen wir nicht. Im Nachhinein ist man immer schlauer, offenbar war die Strategie von Kleinen Tiroler Tageszeitung wichtig, auch wenn sie teuer ist.
und wieder OEN falsch, denn jetzt kämpfen sie sich sukzessive weiter. Was ja auch eine Logik hat, so wie die Kronenzeitung in die Bundesländer expandiert, so können die Bundeslandzeitungen dann natürlich in die Bezirke noch etwas weiter gehen, etwas tiefer gehen. In Kombination mit einem allgemeinen Heimattrend, mit einem allgemeinen Trend zu Nähe, alles was in meinem Umkreis ist, liegt es eigentlich auf der Hand, dass das unter Umständen erfolgreiche Geschäftsmodell sein könnte. Die Wochenzeitungen habe ich Ihnen diesmal nicht extra aufgelistet. Im Grunde genommen ist die RMA, dieses gemeinsame Unternehmen der Styria und der Moser Holding, österreichweit beherrschend, vor allem in der Steiermark, in Kärnten und in Tirol. Dort gibt es nahezu nichts anderes als die Wochenzeitungen der Styria und der Moser Holding. In Bundesländern wie Oberösterreich hält zum Beispiel der Verlag der Oberösterreichischen Nachricht mit einer eigenen Wochenzeitung den Tipps sehr erfolgreich dagegen. In Salzburg ebenso. Dort ist es der Verlag der Salzburger Nachrichten, der dort mit einer Wochenzeitung dagegen hält. In Vorarlberg ohnehin. Und da gibt es dann durchaus Wettbewerb. Aber dort, wo Styria und Moser Holding beheimatet sind, ist nichts anderes mehr. Bei den Magazinen zeichnet sich vor allem eines ab. Es ist der Verlagsgruppe News noch nicht gelungen, vor allem ihre Flaggschiffe wirklich zu konsolidieren oder gar einen Turnaround zu schaffen. Das sind jetzt keine Verluste im signifikanten Bereich, aber schauen Sie sich an, News hatte noch 421.000 Leser, hatte 5,8%, ist weiter gesunken. Das Profil von 350 auf 330.000 Leser runter. Woman hat verloren. Lediglich TV Media hat zugelegt. E-Media hat verloren. Und der Trend, der jetzt erstmals wöchentlich erscheint, der Trend ist ja etwas früher gegründet worden, noch 1970, als das Profil. Der Trend diente ja als Wirtschaftsblatt dazu, das Profil erst zu ermöglichen, weil der Trend hat als Wirtschaftsblatt die Anzeigen bekommen, mit denen man das Profil dann aus dem Boden stampfen konnte. Der wurde in ein Wochenblatt umgewandelt, um Format zu ersetzen. Letztlich hat man Format und Trend fusioniert. Der startet jetzt ungefähr auf der Höhe des Falter, aber österreichweit gesehen. Ansonsten, ja, ein Gratisprodukt, das reichweitenstärkste, bei den Wochen- und 14-täglich erscheinenden Magazinen, nahezu 1 Million, liest wöchentlich Weekend. Und danach die immer noch unterschätzte, immer wieder unterschätzte ganze Woche, die sogar zulegen konnte. Ich habe das hier schon mehrfach gesagt, das ist ein Phänomen, deckt offenbar eine Zielgruppe ab, die alle anderen zu sehr vernachlässigen. Eine ältere Zielgruppe, eine, die denen manche Dinge wahrscheinlich zu schick designt sind, zu abgehoben sind. Das Publikum dafür ist aber immer noch ausreichend. Nur man muss dazu sagen, die ganze Woche hatte zu ihren besten Zeiten über 30% Reichweite. News hat zu seinen besten Zeiten ganz knapp die 20% Marke verfehlt. Nur um die alten Magazindimensionen zu nehmen. Was der Magazinmarkt erlebt, ist eben genau das, was ich über den Fernsehmarkt in Deutschland gesagt habe, je mehr Produkte hineinkommen, naja, die Scheibe wird nicht größer. Irgendwann mal ist es erschöpft. Ältere unter uns, wie können Sie sich erinnern, wo die Trafiken noch nicht voll waren mit von mir aus, ich habe 5 verschiedene Magazine für Mountainbiken, dann noch 3 für Rennradl fahren, dann noch was für ein Stadtrad oder sonst was. Da hatte ich Glück, wenn ich ein Magazin zum Fahrradfahren gefunden habe. Dadurch, dass man es immer noch weiter diversifiziert hat, weil eben Fachzeitschriften, je spezialisierter sie sind, durchaus noch Erfolg haben und mit kleinen Auflagen oder hohen Copypreisen noch funktionieren, dadurch kriegen insbesondere die großen Titel, die General Interest Titel, massive Probleme. Vor allem jene, die auf ganz, ganz starke Marketingmacht aufgebaut haben. Und das sind nun mal alle Produkte aus der News-Gruppe. News war ein Marketingphänomen, als es 1992 gegründet wurde. News feiert im Oktober, wenn es News bis denn noch gibt, darf man nicht sagen, weil das ist einen ziemlich runden Geburtstag und wäre es 25 Jahre alt. News wurde gegründet eine Woche bevor Erwin Bröll Landeshauptmann wurde. Erwin Bröll ist zurückgetreten, schauen wir mal. Ich war jetzt böse, Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Aber
nur zur Erinnerung, News war unheimlich viel Marketing. News hat man gekauft, weil den billigsten Computer, den man damals kriegen konnte, hat man dadurch gekriegt, wenn man News-Abo bekommen hat und so weiter. Hat natürlich auch psychologisch für Entwertung von Inhalten gesorgt. Was kann ein Inhalt wert sein, oder wenn es nur dazu dient, um irgendetwas anderes zu bekommen? Vom Grundgedanken dahinter. Ja, und News hat eine gewisse Zeit schon journalistisch eine unglaubliche Aufdeckerrolle gehabt. Alfred Baum kam vom Profil, ja. Wenn ich nur denke an der Zeit und so, wo News einfach von den ganzen Dingen wirklich führt, dann halt haben sie keine Themen mehr. Ja, weil gerade Aufdeckungsjournalismus halt etwas ist, was wirklich an ganz wenigen Personen hängt. Es war damals Alfred Wohm, der aber vom Profil gekommen ist, wo er ursprünglich schon den AKH-Skandal aufgedeckt hat und dann zur News gegangen ist und dort den investigativen Journalismus begründet hat, dort in dem Kurt Kuch seinen Nachfolger fand und der Kurt Kuch ist nur noch mal tragisch früh gestorben und seitdem ist das eben auch ein bisschen. Mittlerweile macht die Aufdecker-Story der hier. Mittlerweile ist das der Falter. Das ist das letzte Erwatschen für News und Profil zugleich. Dass der Falter in einem gemeinsamen Netzwerk mit dem Spiegel zum Beispiel ist, in einem europäischen Netzwerk, dass der Falter mit dem ORF-Partner in investigativen Netzwerken ist, zum Beispiel bei den Panama Papers, ist ja eigentlich ein Watschen für alle wirklich etablierten, wesentlich besser von der finanziellen Grundlage darstellenden Medien. Auch ganz, ganz einfach, weil es eben dort diese eine Person gibt, mit der auch noch Chefredakteur ist, der Florian Klenke. Das ist im gesamten Magazinbereich einfach, gibt es eine unheimliche Suche nach Aufdeckungsjournalisten. Und es ist halt wirklich verschwindend wenig. Wer tut sich das an? Fassung der Bogen. Ja. Ja, vor allem ist es hervorragend bezahlt, wenn du gut bist. Also Geld und so weiter. Oder bombig verdient, ganz klar. Nur bestimmt natürlich die Lebensführung in einer Art und Weise, das musst du erstmal aushalten. Das muss. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das geht. Warum war das sicher eine Ausnahme? Aber man sieht auch wieder, dass Medienprofis jetzt, auch als Birker, in Wirklichkeit auch nicht viel bewegen. Den bringt er trotzdem dahin und dann hat er, also er ist so reflektiert genug, dass er sagt, zum Beispiel Magazinmarkt ist etwas ganz, ganz anderes als ein Tageszeitungsmarkt, also dass er da unheimlich lernen muss und so. Ich weiß nicht, meiner Meinung nach wäre es ihm zu gönnen oder zu wünschen, dass er Erfolg hat, aber es ist halt wirklich wahnsinnig schwer. Für mich ist das größte Alarmzeichen gewesen, dass er es kaufen konnte, weil die Julia Jäckel, das ist die Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr, nach wie vor der größte Magazinverlag Europas, hundertprozentige Tochter von Bertelsmann, dem einzigen Global Player, deutschsprachigen Global Player in dem ganzen Bereich, die wurde in Deutschland gerade zur Medienmanagerin des Jahres gewählt. Die hat aber verkauft an ihn. Das macht es verdächtig. Ich habe kurz noch einen Vortrag gehalten auf der Universität und da habe ich gefragt, wen interessiert News für euch? Kein einziger Studentin hat gesagt, News ist irgendwie relevant. Und das ist schon verdient. Das war zu meiner Zeit als Student. Wir haben wirklich am Donnerstag, wir haben gekommen, am Mittwoch. Sie haben das Wort genannt, das ist ja auch das Wort, das Pirker selber nennt. Es geht um die Relevanz. Es geht um die Relevanz und diese Relevanz wieder zu gewinnen. Und da kommen wir zur Glaubwürdigkeit am Anfang. Also da stimme ich mit ihm absolut überein. Man kann es Relevanz nennen, aber es geht auch um Glaubwürdigkeit. In Verbindung mit Relevanz, beim Boulevardmacher haben wir immer gesagt, you can use. Das gehört auch dazu. Und gerade beim Magazin brauche ich eben diese Verbindung. Da diese Aufdeckung, aber auch sehr guten Serviceteil zum Beispiel. Aber es war auch noch so, dass das früher einfach vorbereitet wurde. Also übers Radio, dass die Aufdeckergeschichte kommt wieder am Mittwoch und was. Heutzutage ist ja natürlich mit den sozialen Medien. Naja, wir müssen auch durch. Nicht nur das. Man muss schon aufpassen, was dann passiert ist, jetzt nicht nur 2016, 2015. Was hat News gemacht? News hat begonnen als Verlag mit dem Spaß, über andere Medien sich bewerben zu lassen. Wie in der morgen erscheinenden Ausgabe von News und so weiter, kam dann immer die OTS. Das war einer der Überschmähs von Herrn Fellner, als er das Ganze gegründet hat. Noch besser gewirkt hat es natürlich und wirkt immer noch beim Profil, oder? Beim Profil bekommen die Redaktionen am Freitag eine Meldung, was in dem Profil steht, dass die Ersten auf ihrem Tablet am Samstagabend oder so sehen, oder am Handy, wenn sie es abonniert haben, dass ich dann am Sonntag
als Abonnent bekomme, beziehungsweise an der Tankstelle, das aber offiziell den Erscheinungstag immer noch Montag hat. Das war immer der Anzerschmäh. Im Grunde genommen habe ich dann von Freitag bis Montag alles auf meiner Seite. Nur ganz dumm sind die anderen auch nicht. Begonnen hat es mit Time, das seinen Erscheinungstag von Montag auf den Freitag gelegt hat. Der Economist erscheint mittlerweile Freitag. 2015 haben gewechselt Focus und Spiegel auf den Samstag. 2015 ist dann auch News auf den Samstag gegangen. Heute, also in dieser Woche, geht News jetzt vom Samstag wieder zurück auf den Freitag. Ich habe natürlich einen ganz, ganz anderen Kampf ums Wochenende. Schauen Sie sich ab und zu eine kleine Zeitungsausgabe an. Da hat es jetzt mal einige gegeben, die hat mir als Tageszeit an einem Sonntag für mich persönlich, ist Geschmackssache natürlich auch immer, mehr geboten als alle Magazine, die in der Woche erschienen sind. Einfach auch von der Zeit, die ich investieren kann als Leserstoff. Das war so eine Ausgabe, da war drin ein Interview mit Handke, ein Interview mit der neuen Ministerin. Das war unheimlich, also es war prallvoll. Und dieser Druck auf Tageszeitungen, Magazine zu werden, wie das die kleine Zeitung besonders deutlich macht, für regionale Tageszeitungen besonders deutlich macht, der macht natürlich insbesondere am Wochenende, wenn die jetzt alle da erscheinen, auch die Magazine zu schaffen. Das ist für die nicht so leicht, auf Schluss zu fassen. Weil ihr habt das ja nicht nur bei der kleinen Zeitung, die Presse macht das ja auch. Die Presse am Sonntag ist ja auch ein großformatiges Magazin. Ist ja auch der Großteil, nicht am Samstag geschrieben oder in der Woche geschrieben, sondern lange davor schon, um die Kosten zu sparen. Am Samstag ist die Redaktion kaum besetzt. Trotzdem ist Krone Bund immer noch das Flaggschiff aus meiner Sicht, wo die kleine Zeitung, sagen wir, das absolut falsch gemacht hat, weil quasi nichts dagegen setzen kann. Aber aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal gebrannt, wir haben das mit Marktforschung überprüfen lassen. Wir dürfen nicht zu sehr mehr Culpa, mehr Maxima Culpa machen. Dieses Krone Bund, wenn sie es am deutschen Medienwissenschaftler in die Hand drücken, und sie sagen, und immer die Zeugen, der ist fassungslos. Vor allem, wenn er dann das Ganze nicht. Die sind wirklich fassungslos, wenn sie dieses Produkt sehen. Die Krone-Zeitung am Sonntag, diese Illustrierte mit mehr weiblichem Publikum, in der eine Sportzeitung für die Männer drinsteckt. Und in der Illustrierte, wenn sie aufschlagen, links der Kardinal Schönborn und rechts sogar die Gabi Sänger. Das kriegt nicht einmal die Bild hin, oder die Sang. Und das als Kolumnisten, nämlich beide. Aber das ist einfach grenzgenial aus dem Bauch des Journalisten Hans Dichand entstanden. Gegen den kann man sicher sehr, sehr vieles sagen, was Kampagnisierung oder Verantwortung betrifft. Nur eins hat er gehabt, ein unheimliches Gespür für die Leute. Nennen wir es mal einfach so. Er hat sich ja Zeit seines Lebens enorm gegen Marktforschung gewehrt, hat er nahezu keine machen lassen. Er hat gesagt, jetzt weiß ich es schon selber, wenn ich es nicht weiß, dann sollte ich es lassen. Und so ist die Krone entstanden. Das braucht man noch, das braucht man noch. Wir haben das abfragen lassen in relativ aufwendigen Marktforschungen. Das war für also die Tiroler Tageszeitung über mehr als ein Jahrzehnt der Grund, wir rühren den Sonntag nicht an, solange wir nicht unbedingt müssen, weil wir können dort nur verlieren gegen dieses Produkt. Die kleine Zeitung hat sich viel früher entschieden, das zu machen, liegt damit ihr Produkt jetzt in den Märkten davon. Aber es gibt natürlich einen Grund, wieso die Sonntagszeitung nur 10% Punkte vorn liegt. Und insgesamt 15. Das ist eben wirklich vor allem keine Punkte. Ja. Der erste Revanche war etwas lang. 97, 98, ja. Ja. Aber allein wenn wir anschauen, nehmen wir Krone Bund, aber das ist vielleicht ganz wichtig, auch hier mal zu sagen, nehmen wir Krone Bund und nehmen wir die ganze Woche. Ja, nicht umsonst vom ehemaligen Partner, die ich ans gemacht, Kurt Falk erfunden worden, mittlerweile von Norfolk. Das sind ja Produkte, die durchaus ähnlich sind in ihrer Machart. Und schauen Sie mal an, was die für intellektuelle Überheblichkeit ernten. Auf die wird doch herabgeblickt. Wenn ich mir die Lehrsäle der Universität, ich bin selbst in einigen tätig oder Hochschulen anschaue, wie wird über Krone, wie wird über ganze Woche und so weiter. Es wäre, glaube ich, vielleicht mitunter wichtiger zu versuchen, das Phänomen zuerst einmal erfassen und es dann zu beschreiben, bevor es einfach, ich glaube, es wird einfach zu leicht abgetan. Es muss ja einen Grund geben, wieso diese Grinding-Medien, wie sie dann oft bezeichnet werden, so erfolgreich sind. Und vollkommen unmodern gemacht. Sie sind ja der Meinung, zum Beispiel, dass die Kronenzeitung heute immer noch gleich ausschaut wie immer. Stimmt natürlich nicht. Die machen nie einen wirklichen Revanche, nie ein wirkliches Design. Also wie jetzt der Standard zum Beispiel auch nicht tut. Die drehen immer nur ganz, ganz ein bisschen an den Rädchen. Ja, ich habe Ihnen da
diese drei, für mich drei wichtigsten Punkte noch hingeschrieben, einen vierten Punkt gibt, der spannend wird. Man sollte ja überhaupt ab und zu, wenn man Medien Österreich sich anschaut, auf das westlichste Bundesland schauen. Wir reden ja immer darüber, dass Österreich der höchst konzentrierte Medienmarkt Europas ist. Das ist aber unwissenschaftlich ausgedrückt ein Lerchalschaß gegen die Konzentration in Vorarlberg. In Vorarlberg gehört nämlich nahezu alles, Russmedia, dem ehemaligen Vorarlberger Medienhaus. Wir haben früher Russland zu Vorarlberg gesagt deshalb. Die Krone-Zeitung hat dort Anfang der 90er Jahre versucht, eine Ausgabe zu lancieren, ist mit tiefen Wunden abgezogen. Das heißt, es wurde unter anderem so gemacht, dass man natürlich ihren Redakteuren wesentlich höhere Gehälter bezahlt, indem man sie zur anderen Zeitung gelockt hat. Man hat eine kleinformatige Zeitung gekauft und sie gegen sie positioniert. Jedenfalls hat die Krone-Zeitung sehr, sehr schnell dort aufgegeben. Mittlerweile hat sie im April 2016 mit einer eigenen Ausgabe wieder begonnen. Das war einer der ersten Taten von Klaus Herrmann, dem geschäftsführenden Chefredakteur der Krone-Zeitung, der früher die Krone-Zeitung Oberösterreich sehr erfolgreich geleitet hat. Mit dem Ergebnis, dass das Media-Analysewert der Kronenzeitung 2016 geringer ist als 2015, wo es diese Ausgabe noch nicht gab. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, die Häme ist groß darüber natürlich, bei den Beobachtern, dass sie mit der eigenen Vorarlberg-Ausgabe nur noch 5% machen und davor haben sie mit der Nicht-Vorarlberg-Ausgabe 6% gehabt. Nur ich kann mich erinnern, wir hatten das Phänomen in Tirol ganz genauso. 1992 ist die Kronenzeitung nach Tirol gekommen mit einer eigenen Ausgabe. Und die Media-Analyse-Daten für 92 waren schlechter als die Media-Analyse-Daten davor. 93 war schlechter. Was ist passiert? Das Produkt Kronenzeitung, als österreichweites Produkt, über das Regionale hinausgehend, hat einfach eine gewisse Anhängerschaft, die um die 5% oder so liegt. Und da ist es dann plötzlich über die Regionalisierung zu einer Tiroler Krone erstmal zum Leseraustausch gekommen. Und danach ist sie wie eine Rakete emporgeschossen. Auch mit deutlich über 30% Reichweite nehmen wollen. Wird spannend, sich das in Vorarlberg anzuschauen. Und in Vorarlberg gehört wirklich nahezu alles Russmedia. Und er hat es noch nie, hat bisher noch nie jemand wirklich in den Land hochkommen lassen. Hirk hat immer behauptet, ab einer gewissen Summe könne jeder Vorarlberg erobern. Schauen wir mal, was der Krone gelingt. Klaus Herrmann ist übrigens in der Steiler Krone. Ich glaube, er war dann in Kärnten. Wir sind vis-à-vis gesessen. 1981. Und die sind dann eben von der Oberösterreicher jetzt geschäftsführender Chefredakteur eben statt Christoph Bindlein. Also im Grunde genommen der Mann, der das Sagen in der Redaktion hat. Gehen wir schnell zum Fernsehen. Also meine Ankündigung, in 90 Minuten fertig zu werden, habe ich schon wieder durchbrochen. Okay. Ich habe nichts zu sagen. Dauert nicht mehr lang. Kommt nur noch Fernsehen und Radio. Ich habe Ihnen brav wieder fortgeschrieben, wie die Marktanteile des ORF sind. Gute Nachricht für den ORF, auch wenn er so stark in der Kritik steht, auch wenn jetzt steht, er habe erstmals die 33% unterschritten, ja, sind 32,9 oder sonst irgendetwas. Im Grunde genommen gleich geblieben. 12% Marktanteil für den ORF, für ORF 1, 21% noch für ORF 2. Es ist eine unheimliche Reichweite, 21%. Unheimlicher Marktanteil. Das ist gewaltig, wenn man öffentlich-rechtliche, könnt ihr euch Europa anschaut. Das erklärt auch, warum dieses Match derzeit im Gange ist, um die Neustrukturierung der Informationen im Fernsehen. Wie dieses Match gespielt wird, auf welchen Ebenen. Die Politik hat ein hohes Interesse daran, dass der Armin Wolf und seine kritischen Kollegen nicht mehr so viel Macht haben, wie sie derzeit haben. Man könnte das noch nicht mehr so unabhängig berichten können. Die neue Struktur, die geplant ist von oben, soll das auch verhindern. Und die Redaktion wehrt sich mit aller Macht dagegen. Das spielt sich in diesen Wochen und Tagen hinter den Kulissen ab. Es wird nächste Woche wieder einen Brief des Redakteursrates geben an die Geschäftsführung. In diesem Brief des Redakteursrates wird drinstehen, nein, sie schlagen nicht selber eine Struktur vor,
aber sie werden auflisten, was die Nachteile und Vorteile der und der Struktur sind und der und der Struktur sind. Es wird ein intensives Match über die nächsten Wochen und Monate geben. Sie haben bestimmt schon gehört davon, dass Minister Trotz da gesagt hat, es werde im Frühjahr eine ORF-Enquete geben, eine Minister-Enquete. Die wurde für März erwartet und wurde verschoben. Die wurde für April erwartet. Bisher weiß noch keiner, der bei dieser Enquete sicher teilnehmen soll, wann sie ist. Im Grunde genommen, einfach als persönliche Anmerkung, je länger man Entscheidungen dort hinauszögert, desto mehr schadet man dem österreichischen Medienmarkt insgesamt. Weil der ORF doch seine Größe, er macht so viel Umsatz wie die nächsten drei Medienhäuser zusammen, einfach das, mehr, das klassische Leitmedium ist. Durch seine Doppelfinanzierung natürlich das klassische Leitmedium ist. Und dass wir längst Überlegungen für einen nationalen Medienmarkt brauchen, im Vergleich, im Wettbewerb mit dem Global Player, im Vergleich mit Google, im Wettbewerb mit Facebook, im Wettbewerb mit Twitter und Co. Und je länger dort, der Kollege Hitler hat schon gesagt, Gesetze verzögert werden, Strukturveränderungen im Öffentlich-Rechtlichen verzögert werden, umso mehr leidet die Wettbewerbsfähigkeit nicht nur des ORF, sondern des gesamten Marktes. Was ja auch um Abgrenzung geht, was kann der ORF innerhalb des Marktes machen, aber was kann der Markt insgesamt machen, um eine gewisse nationale Eigenständigkeit zu bewahren. Das, was heute Nachmittag passiert ist, ich habe es am Anfang gesagt, sollten Sie nicht unterschätzen. Im Grunde genommen gehört jetzt Privatfernsehen in Österreich dem zweitgrößten europäischen Fernsehkonzern, ProSieben Sat.1, und zwar zu 100%. Herr Breitenecker wird morgen in der Pressekonferenz etwas anderes sagen. Er wird sagen, das ist eine österreichische Firma, eine österreichische Tochter, aber sie ist zu 100% im Besitz von ProSieben Sat.1 und ist nach RTL die zweitgrößte Fernsehgruppe in Europa, Privatfernsehgruppe. Das heißt, es spielt sich etwas ab, was sich zuletzt 1987, 1988 im Printmedienbereich in Österreich abgespielt hat, als der Kurier und die Kronenzeitung plötzlich einen 50% und fast 50% Gesellschafter aus Deutschland bekamen. Das habe ich jetzt im Privatfernsehbereich. Daneben habe ich praktisch nur noch Servus TV mit noch deutlich geringerer Reichweite, das im Grunde genommen extrem davon abhängig ist, ob Mateschitz sich weiter leisten will oder nicht. Sagt er selber, dreistellige Millionenverluste macht er damit. Das ist also wirklich ein Hobby. Ja, und gut, von der grundsätzlichen Qualität wahrscheinlich für die Gesellschaft. Und hat dann noch OE24.tv. Und das war es dann mit österreichischen Fernsehen. Sie haben hier die Reichweiten. Sie sehen auch, dass von Jahr zu Jahr mehr dazukommen und im Grunde genommen jeder immer noch weniger hat. Spannend finde ich, dass der ORF ORF3 nicht auflistet. Ist nämlich ein Erfolg. 1,8% Reichweite, das ist auf Höhe von Dreisat, das wesentlich länger schon existiert. Das ist ja 1,8%, das ist auf Höhe von Servus TV. Zeigt aber andererseits auch, und vielleicht wollen Sie die Diskussion endlich zu haben, dass es offenbar ein starkes Bedürfnis in Österreich nach so einem Informations- und Kultursender gibt. Mit einem gewissen nationalen Anstrich, dass es Bedarf an einem Fernseh-Ö1 gibt. In die Richtung geht ja ORF3. Wird überhaupt eben nicht offiziell und gar nicht offensiv kommuniziert, dieser wirklich große Erfolg von ORF3. Spannend an der Sache ist, dass ORF3 als 100%ige Tochterfirma ausgegliedert ist. Wie ist eigentlich zu erklären, dass jetzt qualitativ hochwertige Fernsehsender es eigentlich nicht schaffen, an Servus TV und ORF 1, 2 mit bescheidenen immer noch relativ hoch sind? Aber warum schaffen es nicht die Privatradios mit der Qualität, die Privatfernsehsender mit der Qualität, die sie ja haben und mit der Aktualität in ORF näher zu rücken? Das ist immer noch viel zu groß. Im Grunde genommen ganz einfach. Das ist die Gewohnheit. Ja, sehr sicher. Im Grunde genommen, der ORF macht ja nicht so viel schlecht oder so viel falsch. Was passiert um 17 Uhr, wenn Sie am Sonntagnachmittag Wahlen verfolgen, Bundespräsidentschaftswahlen? Die starten welche um 16 Uhr, um 16.30 Uhr oder sonst was. Punkt 17 Uhr sind alle beim ORF. Jetzt kommen wir genau zum Anfang dieses Vortrags zurück. Warum? Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Die sind natürlich über Jahrzehnte gewachsen,
Vertrauenspersonen. Es gibt nur Leute, die den armen Wolf hassen oder die ihn lieben. Dazwischen gibt es wenig. Ich war letztes Jahr zweimal bei der Bundespräsidentin. Wir hatten einen kleinen Bereich, wir hatten im Bereich um die 5000 Leute. Für den Privatbereich sage ich. Sehr gut. Ja. Absolut. Ja. Mit kleinem Budget und so weiter. Ja. Aber natürlich ging der OEF kostet nicht an. Aber der Grund ist, es wird, was wir spüren ist, und da bin mir nicht sicher, ob die Politik das selber so gerne hat, weil die Vertrauenswerte des ORF natürlich extrem hoch. Wir spüren natürlich schon, dass wir der letzte Staat Europas waren, der die Fernsehliberalisierung durchgeführt hat. Wir dürfen nicht vergessen, das Gesetz stammt vom Jahr 2001 und gestartet ist ATV 2003. Das war zu einem Zeitpunkt, als in der Schweiz die beiden überregionalen Fernsehprojekte schon eingestellt worden sind, nämlich 2001, weil sie nicht rentabel waren. Übrigens von jener Tamedia, die jetzt bei heute eingestiegen ist. Mittlerweile der größte privatwirtschaftliche Medienkonzern der Schweiz. Die haben 2001 nach 2 Jahren Laufzeit gesagt, Privatfernsehen funktioniert nicht mehr als Geschäftsmodell in der Schweiz. Haben auch begründet, warum. Weil die Schweiz zu lange mit der Liberalisierung gewartet hat. Sie hat nicht zu lange gewartet für Österreich. Weil zu stark die Politik im gesamten Markt nach wie vor drin sei. Zu stark reguliere, können nicht funktionieren als Geschäftsmodell, aber vor allem dieses Nachhinken gegenüber dem deutschen Privatfernsehen, das schon seit den 80er Jahren in die Schweiz und nach Deutschland eingestrahlt hat, und die haben natürlich ihre Positionen besetzt gehabt. RTL war da, Sat1 war da, Pro7 war da. Und die anderen mussten erst kommen, das war in Österreich ganz genauso, in Österreich noch viel, viel länger. Aus der irrigen Annahme, was im Radio funktioniert hat, nämlich die EU soll ruhig kommen, wir machen das so spät wie möglich, würde im Fernsehen auch funktionieren. Nicht kapieren als Politik, dass es zwei ganz verschiedene Medien sind. Kein Mensch von uns käme auf die Idee, deutsches Radio zu hören. Es sei denn, ich hoffe, man Swiss Jazz Radio an, ja, aber nur wegen der Musik. Aber solange es hier ein ähnliches Angebot gibt über das Musikformat, kommt niemand auf die Idee, ein anderes Radio zu hören. Aber Fernsehen war nun mal anders. Jetzt ist auch die Qualität der Nachricht im ORF bescheiden, sage ich einmal. Weil der Markus jetzt auf die Idee kommt, den armen Wolf rauszukaufen und macht ein wirklich gescheites Nachrichtenformat. Das ist jetzt sehr Ansichtssache, also wenn Sie es vergleichen. Ich empfehle nachzulesen im aktuellen Falter, Interview mit der Katrin Kalweit, die nach 5 Jahren als Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung gehen muss, Rotationsprinzip, damit man nicht sie verharrt, woanders hin. Und die einfach interviewt worden ist und die sagt zum Beispiel, naja, sie redet immer wieder eben mit Österreichern, die sagen ganz, ganz schrecklich diese ZIP 2, oder, aber gar keine Reportagen über das und das und das. Und sagt die Karte und ich sage zu denen, Mensch, was wollt ihr denn? Bei euch gibt es wenigstens noch richtige Interviews, bei euch wird die Politik in Frage gestellt oder sonst irgendetwas, weil ihr in Deutschland längst schon alles vom Fernsehrat und so weiter, ist doch super. Wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir in unserem Blick, in unserem Engen auf die Alpenrepublik nicht die Vergleichsmaßstäbe verlieren. Schauen wir uns mal an, wie werden denn Interviews geführt in der ARD, im ZDF? Nehmen wir jetzt nicht die Diskussion, sondern wir reden nicht von Anne Will und Co. Nicht im Studio. Eben. Wie werden denn Interviews geführt, ZDF, SAG, mit Regierungspolitikern? Nein, die schauen neidvoll zu uns teilweise. Dort verliert der Öffentlich-Rechtliche vor allem deshalb. Die Zeit im Bild 2, nur um zu zeigen, was es auch bewirkt, ist europaweit entweder die einzige oder einer ganz, ganz wenigen Sendungen dieses Typs, die über die letzten Jahre an Reichweite gewonnen hat. Die war schon bei 400.000, 450.000 Jahresdurchschnittswert und ist jetzt deutlich über 500.000 wieder. Das ist nicht nur Twitter. Und das ist ja auch etwas, was Leute, also wirklich Spitzenleute jetzt aus dem privaten Programm, aus wie Corinna Mühlborn von Puls 4 oder Adam Martin 4 von ATV neidlos anerkennen. Das ist besonders schwer gerade. Nein, ich glaube, mit Qualität lässt sich das relativ. Es wird weniger werden. Es ist da mit dem ORF bewusst, dass es weniger wird. Es geht nicht anders. Je mehr da reinkommen und es wird selbst Kannibalisierung geben. Klar, so wie ORF 3 hat natürlich auch schon ORF 2 und ORF 1 das Recht genommen. Das muss man auch als Senderfamilie betrachten. Mich würden die Chancen der Regionalen für die Zukunft interessieren. Wo wir in der Steiermark auch regionale Fernsehprogramme gehabt haben,
die Eigentümer gewechselt haben oder überhaupt sich verändert haben. Wie sehen Sie da die Chancen für die Zukunft von denen, die ins Regionale gehen, auch ins Bundesland unterteilen? Ganz einfach, es geht um regionale Qualität. Aber das gilt für jedes Printmedium ganz genauso wie für alles, was in irgendeiner Weise journalistisch getragen wird. Wenn es nicht zu diesem Umdenken kommt, und hat in einigen Redaktionen stattgefunden, dass ich im Lokalen, Regionalen die höchsten Qualitätsmaßstäbe anwenden muss, weil dort ist es fürs Publikum am ehesten überprüfbar. Wir wissen nicht, ob jemand einen Blödsinn schreibt über Trump, über die Merkel oder sonst was. Wir haben nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen. Wenn da draußen etwas passiert und es wird falsch darüber berichtet, dann weiß es jeder von uns. Und der falsch berichtet, hat verletzte Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn die Machart stimmt, ja, hat viel mit Selbstausbeutung zu tun, wird passieren, weil die technischen Möglichkeiten erschwinglicher sind denn je. Fernsehen war früher unfinanzierbar für jemand Einzelnen. Überhaupt Mediengründungen, Tagesmediengründungen waren unfinanzierbar. 2006 Österreich, die letzte große Tageszeitungsgründung, hat dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen, eher 70 Millionen Anfangskredite gekostet. Heute geht einer ins Netz hinein und macht etwas und ist kreativ. Das ist möglich, vom Technischen her. Das klingt einfach. Aber im Regionalen entscheidet sich es nur dadurch. Das ist auch die große Herausforderung an jetzt Platzhirschen wie die Kleine Zeitung oder in jedem Bundesland, dass sie im Lokalen, Regionalen so stark sind, wie sie in den anderen Redaktionen also, oder Ressorts auch sind. Dass das nicht so ist, dass einer vom Lokalen, Regionalen unbedingt weg will, weil das so immer der Einstieg ist und der dort bleibt, naja, es wäre halt dort geblieben, sondern dass sich genau dort der Wettbewerb entscheidet. Und das gilt quer über alle Mediengattungen. Das heißt also, wenn das gut gemacht wird, dann hat es riesige Chancen. Auch ein Projekt, das letztes Jahr entstanden ist, ein Verbund von neun großen Kabelsendern, R9, die eben genau das... Ja, da ist zum Beispiel dabei. Naja, wenn die einsteigen, dahinter steckt immer ein Kotzbar oder Kopzer, das ist eine der größten Werbeagenturen Österreichs, hat er früher gehabt und so, und der weiß, was er tut, vor allem wenn man schaut, wer sonst alle dabei ist, aus Wien heraus, ja, hat Potenzial. Hat Potenzial, ist ja auch in jedem Bundesland mehr oder weniger professionalisiert, wird es jetzt. Steiermark, Kärnten sind in dem Bereich. Also hat sich ja auch mit den Eigentümerstrukturen zu tun. Ja? Muss jetzt die Marktanteile, also wird sich das Marktpotenzial insgesamt eigentlich verändert von den Jahren Fernsehen? Weil Sie kennen ganz viele Leute überhaupt nicht. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind aus dem Media Server, die sind also die großen, überraschend wenig. Ich habe gestern mit Markus Breitenecker gesprochen, dem Chef von Puls 4, und ich habe einfach mal gefragt, ja, ob er denn überhaupt glaubt, dass lineares Fernsehen noch so ein Potenzial hat. Da sagt er nach allem, was Sie wissen, ja. Kann es einfach so wiedergeben. Also, wieso kaufen es denn ATV überhaupt, ja, oder? Also, die setzen ganz, ganz stark noch auf ATV, also auf lineares Fernsehen. Also, der Markt ist nach wie vor nur ganz, ganz langsam. Alles, was wir an Zahlen haben aus dem Media Server, sagt das Gleiche. Was stark wechseln wird, ist wahrscheinlich so dieses Zeitpunkt. 2015, 19, da wird immer eine Zeit versetzt gemacht. Oder natürlich auch Dinge wie Netflix und so weiter. Das war ja bei den Jugendlichen, die Netflix haben oder was, die setzen sich nicht mehr auf den Fernseher, sondern naja, oder YouTube. Aber was hindert denn die etablierten Anbieter, in die Richtung zu gehen? Als zweite Schiene. Die Verwertungsrechte. Noch mehr. Mit der A1Now kann ja auch 10 Tage sogar im Nachhinein jedes Programm anschauen. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, Entschuldigung. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgelistet, alle Jahre wieder. Wir sehen, also welche unheimlich anspruchsvolle Menschen wir sind. Das sind die meistgesehenen Fernsehsendungen des Jahres. Das erklärt übrigens die letzten Fragen, die da waren. Eben. Tja. Mir war nichts rum. Was auffallend ist, über,
über viele Jahre hatte der Villacher Fasching gerade so ein Abonnement auf die Nummer 1, auf die meistgesehene Sendung des Jahres. Das heißt, wir merken schon gewisse gesellschaftliche Veränderungen, und sei es, dass wir einen anderen Humor haben oder einen anderen Humor langsam kriegen. Denn der Villacher Fasching ist weit zurückgefallen. Nur unterschätzen wir den Villacher Fasching nicht. Finden Sie da einen einzigen Hollywood-Blockbuster? Finden Sie da irgendeine Traumserie von Grey's Anatomy bis sonst irgendetwas? Gar nichts. Das widerspricht ein wenig dieser Behauptung, man müsse das alles in ORF 1 unbedingt machen, wenn das die meistgesehenen Sendungen des Jahres sind. Das ist nämlich, schauen Sie mal, wenn es ORF 1 ist, ist es immer Sport. Also, da traue ich mich, die Argumentation ziemlich zu überlöchern, das ist seit vielen Jahren. Eurovision Song Contest. Ja, das ist ungefähr so häufig wie Weihnachten. War das Präsidentschaftswahl, glaube ich, oder? Ja, Bundespräsidentschaftswahl. Ja. Zweimal. Die Bundesland-Heute-Sendung ist immer dann, wenn die Bundesland-Ergebnisse dann rausgeklickt werden. Ja, zu guter Letzt, wir haben wieder Radiotestdaten. Das sind jetzt, bitte aufpassen, Marktanteile, in dem Fall jetzt wieder, der über 10-Jährigen. Sehen also Privatradio insgesamt 27%, ORF insgesamt 71% noch Marktanteile. Auch da sehen Sie Folgen der Liberalisierung, einer sehr späten Liberalisierung, über Jahrzehnte nach den Deutschen. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, bis sich da etwas verändert. Hat natürlich auch was damit zu tun, es gibt keine bundesweite Lizenz außer Krone Hit. Für die zweite hat sich jemand beworben überhaupt? Ich glaube nicht, weil es zu teuer wird mit Sendeanlagen. Das heißt, es ist ein mühsamer Kampf. Bei Krone Hit weiß man, dass sie mittlerweile schöne Gewinne jedes Jahr machen. Aber um die Anfangsinvestitionen reinzustehen, die im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen, bis zum Hohen, wird es immer noch brauchen. Und das gilt für sehr, sehr viele Sender. Dort wurde in den 90er Jahren schon extrem viel Geld verbrannt, 90er und 0er Jahren. Aber schuld daran sind nicht unbedingt jene, die es betrieben haben, sondern schuld daran sind schon also die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dafür geschaffen wurden auch. Denn der Unterschied zwischen Radiomarkt Österreich und Schweiz und Deutschland ist, wir haben ähnliche Bilder, was die Reichweiten betrifft, dort auch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten. Nur auf dem Werbemarkt schaut es da ganz anders aus. Und den hat man in Österreich für den Öffentlich-Rechtlichen noch nicht so eingegrenzt. Dort kann man mit einer ganz vereinfachten Rechnung sagen, Ö3 finanziert die anderen Programme. Das ist immer noch die Cash-Cow des ORF, wie sie der ehemalige Generalintendant Gerhard Weiß einmal genannt hat. Da zum Vergleich die Marktanteile der 40- bis 49-Jährigen. Ich habe die früheren Zahlen noch nicht zur Verfügung, ich weiß nicht, ob Sie die noch nicht gerechnet haben, über die RMS bekomme ich nur diese hier. Da schaut das Bild dann schon ganz anders aus. Und da merken Sie auch, in welchem Bereich die meisten Privatradios senden. Natürlich ist es eher bei Ö3 angesiedelt, vom Format her. Es gibt wenige, die sich versuchen mit den Landessendern, mit Radio Steiermark und so weiter zu matchen. Der Großteil ist irgendwo im weiten Bereich Ö3 Krone Hit von den Formaten her. Aber Sie sehen, der Marktanteil von Ö3 ist nach wie vor größer als der aller Privatradios zusammen. Und wenn Sie jetzt unter diesem Aspekt sich vorstellen, wie die Strukturveränderung des ORF ausschauen soll, dann nur am Ende noch eine kurze Frage, was mir aufgefallen ist. Es kommen ja die sogenannten Channel Manager. Die sollen kommen laut Wunsch von Generaldirektor Rabetz. Was bedeutet das? Es wird eine Ebene eingezogen, direkt unter der Generaldirektion. Und es gibt dann einen Channel Manager für ORF 1, für ORF 2, für Ö1, für Ö3 und so weiter. Und alles, was wir bisher wissen, ist, dazu gibt es noch einen Programmchef jeweils für den Channel und einen Chefredakteur für den Channel. Aber das Budget und die Personalhoheit hat der Channel Manager
und er berichtet nur dem Generaldirektor. Das heißt, es wurde früher immer gesagt von Rabet selbst, er möchte nie wieder so eine Macht zulassen, wie es zum Beispiel der Chefredakteur Mück hatte. Nur er kriegt dadurch auch Macht, wie überhaupt noch nie ein Generaldirektor hatte. Und überlegen Sie sich vor allem Denkspiel Nummer 2. Jetzt ist mir schon noch klar, wenn jetzt ein Channel Manager ORF 2, für den der frühere Salzburger Landesdirektor gehandelt wird, dem Generaldirektor direkt berichtet, dann sehe ich ja noch ein bisschen Logik in dieser Struktur. Nur was macht jetzt der Channel Manager von einem Radio? Oder anders gefragt, wozu habe ich dann eine eigene Radiodirektorin? Und der Channel Manager direkt an den Generaldirektor berichtet. Also irgendwie ist in der ganzen Konstruktion etwas noch nicht ganz rund, sagen wir mal vorsichtig. Es wirkt schon sehr konstruiert, um insbesondere ORF 2 unter Kontrolle zu bekommen. Und wir haben auch gesehen, warum. Es hat die größte Reichweite und wahrscheinlich auch aufgrund der höchsten Vertrauens- und Glaubwürdigkeitswerte, um damit wieder zur Ausgangslage zurückzukommen. Wir haben es genau 19 Uhr. Ich habe meine 2 Stunden unterschritten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich bei allen, die zugehen mussten. Danke.